Radio Poki Talk, Radio Poki Talk, von Mensch zu Mensch. Und heute ist die Bettina Maria Gurzoller unterwegs für Freiheit, Grundrechte, Selbstbestimmung am Königsplatz in München. Heute wird Professor Dr. Christoph, wie heißt er, Höck sprechen und sagen: Hallo, wir wollen unsere Grundrechte wieder. So, mittlerweile sind wir vielleicht 200 Leute hier. Wir werden wieder wild, frei, unabhängig. Vielen Dank. So, als nächsten haben wir den Karl Hilz. Der war über 40 Jahre bei der Polizei tätig. Und ja, Vorhang auf für die Polizei. Und die Polizei? Ja. Sind wir gespannt auf die Polizei, gell? Ich begrüße euch ganz herzlich, meine lieben Mitmenschen und Mitbürger. Ich habe mich bereits mit 15 dazu entschieden, zur Polizei zu gehen, war dann über 40 Jahre dort und bin seit 2018 pensioniert. Warum bin ich da? Ganz einfach. Ich habe damals im zarten Alter von 17 Jahren in Bamberg ein Gelöbnis ablegen dürfen. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Das ist im Übrigen auch der Eid, den jeder bayerische Beamte abzulegen hat. Wie es ganz deutlich zu hören war, schwören alle Beamte, aber dann auch alle Richter und auch Abgeordnete oder Regierungsmitglieder auf das Grundgesetz und die bayerische Verfassung. Nachdem ich über 40 Jahre unterwegs war, um für die Sicherheit in München meinen Kopf mit hinzuhalten, ist es trotzdem auch so gewesen, dass es immer darum ging, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Und dem fühle ich mich auch in der Pension noch verpflichtet. Ich weiß, dass es vielen pensionierten Polizeibeamten so ähnlich geht wie mir, aber auch denen, die im Dienst sind, geht es so, dass sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen. Das heißt für mich, ich bin jetzt hier, weil ich den Eindruck habe, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unmittelbar von oben, also von den Regierungen, abgeschafft wird. Und auch dagegen stehe ich auf und wehre mich mit all meiner Kraft, denn unser Grundgesetz, unsere Grundrechte sind weltweit wohl mit die besten. Und wenn man sie beachtet, dann kann man hier wirklich friedlich und gut leben. Ich fordere alle derzeit in Regierungsverantwortung stehenden Menschen auf, das Staatsziel im Artikel 1.1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wieder als den Wert in unserer Republik zu achten und zu sehen, als dass er gegeben ist. Er ist nämlich das echte Staatsziel bei uns. Ich empfinde es als würdelos, mit Masken in der Öffentlichkeit herumrennen zu müssen.
die Gesichter und das Lächeln meiner Mitmenschen nicht mehr sehen zu dürfen. Und nicht selbst entscheiden zu dürfen, welchen Gefahren ich mich persönlich aussetze oder nicht. Es ist ganz sicher nicht das Recht irgendeines Staates, seinen Bürgern zu verbieten, normale Sozialkontakte zu pflegen, seine Freunde zu sehen, zu besuchen, zu feiern. Bravo! Es ist ein ureigenes Bedürfnis jedes Menschen, Gesellschaft zu haben und in der Gesellschaft zu leben. Und nur das ist würdevolles Leben. Ich möchte einen kleinen Ausflug zur Sicherheitspolitik machen. Es ist keiner Polizei möglich, für Sicherheit zu sorgen, wenn es der Bevölkerung schlecht geht. Wir haben die letzten 70 Jahre hier in Deutschland relativ sicher und gut leben können und in München erst recht. So schwere, tiefe Armut, dass die Leute zum Rauben gehen müssen, um was zu essen zu haben, haben wir bisher Gott sei Dank nicht gehabt. Der jetzige Lockdown kann das aber zeitigen und würde uns unser sicheres und angenehmes Leben zerstören. Um das zu verhindern, sehe ich persönlich nur noch einen Weg, der auch schon öfter diskutiert worden ist. Wenn so viele Menschen in den Ruin getrieben werden, dass man gar keine Übersicht mehr hat, wenn so viele Menschen verarmen und nicht mehr wissen, wo sie in der nächsten Woche ihr Essen herbringen sollen, ist der Staat verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, der bei uns lebt, zumindest Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und Kleidung hat. Das lässt sich meines Erachtens nur noch realisieren, wenn man ernsthaft darüber spricht, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen für jedermann in Deutschland. Es wird immer entgegengehalten, es sei das Geld nicht aufzutreiben. Unsere Regierung zeigt uns gerade, wie viel Geld sie wirklich auftreiben kann. Das heißt für mich, um mit dem alten Geislers Worten es zu sagen, Geld ist da wie Dreck und Heu, nur in den falschen Taschen. Im Übrigen ist es ja tatsächlich so, dass der Verfassungsauftrag, die Würde des Menschen ist unantastbar, als unveränderlicher Artikel des Grundgesetzes und der Artikel 20 Grundgesetz, dass sich alle Behörden, staatlichen Organe, Beamten nur an den geltenden Gesetzen orientieren dürfen, erst erfüllt ist, wenn jeder bei uns lebende Mensch oder auf die Welt kommende Mensch so ausgestattet wird, also finanziell ausgestattet wird, dass er Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und Kleidung hat, ohne irgendwelchen fremden Beamten seine intimsten Lebensumstände offenzulegen. Also fordere ich alle Regierenden und alle Parlamente in Deutschland auf, endlich unser Grundgesetz und hier den Artikel 1.1, die Würde des Menschen ist unantastbar, umzusetzen und zu verwirklichen, damit wir hier weiter gut und friedlich zusammenleben können. Und damit möchte ich auch schon schließen.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute, lebenswerte Zukunft. Super, vielen Dank, Karl. Fantastisch geredet und gezeigt, dass was wirklich wichtig ist und was wir einfach auch wieder zurückhaben müssen. Und ja, also ich hoffe, dass die Armut uns nicht einholt. Und ich hoffe, dass auch die Kinder wieder frei sein dürfen, dass die Alten wieder sterben dürfen mit ihren Familien und all diesen Dingen, die eigentlich zum normalen Leben dazugehören und die momentan wie weggefegt sind, also unglaublich. Und jetzt haben wir wieder unsere bayerischen Mädels, die dann doch mal irgendwann mal kommen. Moment. Und, Moment. Voilà. Und hier kommen sie, die Session Mädels aus Bayern, für die Bayern und auch Corona Bavaria. Geht es? Hört man uns? Nein. Reinreden, hallo? Hört man das so? Hört ihr mich? Hallo, hallo? Wunderbar, also es passt. Hallo, 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 hallo. Einen Moment, wir müssen nur warten. Okay, also gut. Ja, wir haben das Lied, das kennt ihr ja mittlerweile schon, mir mengen die Freiheit selber zum Song. Ob mir ein Maulkorb in unserem Gesicht kommt. So, die Lieder kennen wir schon vom letzten Mal. Ich gehe jetzt kurz hinter die Bühne. Ich möchte zum Karl, zu dem Polizisten. Und ich bin ja immer so ein Selfie-Mensch. Und für den brauche ich jetzt ein Selfie, weil den will ich noch anders dokumentieren. Auch, weil... Moment, ich muss hier ganz hohe Stufen hoch. Wo ist er denn, der Karl? Gut. Der ist schon wieder heimgegangen. Ah, toll. Hallo Karl, ich freue mich sehr. Ihr begrüßt mich gleich mit Bussi links und rechts. Ich bin live auf Radio, lieber Karl. Du bist live auf Radio? Ja, ja gut, auf OkiTalk Radio, freie Presse, ja, sozusagen. Völlig unabhängig und ehrlich. Das freut mich. Und ich wollte eigentlich auf Selfie machen, weil dich würde ich noch gern ein bisschen mehr dokumentieren. Fand ich sehr toll von dir. Freut mich. Und... ich werde dann nochmal deine Rede, die ist aufgezeichnet, die wurde jetzt live übertragen auf Radio OkiTalk. Und, ich dachte schon, wieso macht er sich so schick? Schick ist er, Karl. Ja, wie schaut es denn aus mit den Polizisten, wenn man schon gleich benannt Stinger, gell? Trinken die noch, verstängern die das? Hast du da Kontakt zu den jetzigen Polizisten? Aber die kommen aus einer Nummer nicht raus, oder wie ist das? Nein, die sind ja im dienstlichen Ablauf eingebunden und können den nicht verlassen. Und sie müssen ja die Staatsräson garantieren und werden natürlich so einschreiten, wie es das Gesetz erlaubt. Ja. Und wie es ihnen auch halt von den Vorgesetzten vorgegeben wird. Sie können nicht einfach sagen, nein, ich gehe da nicht hin oder nein, ich komme mit dem Platz. Wenn es jetzt aber mal massiver wird, was tun Sie dann? Ja, also gehen Sie dann gegen das eigene Volk vor, das ist ja immer unsere Befürchtung. Wenn jetzt, wie schaut es aus mit dem Thema Zwangsimpfung? Der Herr Söder ist ja da ganz gierig drauf. Ne? Da kann ich aktuell wenig dazu sagen, weil da kommt es darauf an, wie die Gesetzeslage geschaffen wird. Naja, wir haben ja schon eine, das Seuchenschutzgesetz legitimiert das ja mehr oder weniger und das haben wir ja noch. Nein, nein, schauen wir mal rein von der Gesetzeslage, ja. Ist es so, solange das installiert ist, das Seuchenschutzgesetz aktiv ist, solange steht ja da, ist das quasi legitim, ja, dass man sagt, man kann aufgrund der Seuche nicht ganz. Okay. Man muss es ziemlich genau schauen und eigentlich sollten sich viel mehr Rechtsanwälte darum kümmern. Ja, ja. Und eben Parlamentarier, ja, weil in jedem Gesetz ja ganz genau drinstehen muss, welche Grundrechte hier außer Kraft gesetzt werden können und dürfen durch dieses Gesetz und welche nicht. Mhm. Und wenn das da schon nicht drinsteht,
Naja. Dass man Körperverletzung begehen darf, um die. Also das muss so explizit, muss explizit drinstehen, dass der Artikel 2 Grundgesetz und halt auch Gleichbehandlungsgrundsatz 3. Ja. Die müssen ja alle gleich behandelt werden, wenn dann. Ne? Ja, ja. Okay, das ist ja schon mal gut. Aber es ist ja so, dass man ja unter Umständen, wenn es heißt, naja, die meisten glauben, dass nur mit der Impfung das ganze Ding sicher ist, ja, mit diesem Virus. Und dann geht da jeder Arbeitgeber her und sagt, na, wir wollen nur noch Angestellte mit diesem, mit dieser Impfung, sprich mit einem Impfpass, ja, und der da also nachweist, dass der geimpft ist, und nur noch solche Leute, wo wir dann, ne, als Anstellen oder als Arbeitnehmer haben, dann haben wir ja schon ein Problem. Ne? Da hat man halt schon ein Problem in den Krankenhäusern, weil da teilweise schon verlangt wird, dass die neuen, neu eingestellten Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger entsprechende Immunität nachweisen. Ja, ja. Weil sonst die Krankheiten im Krankenhaus ja eben ausbrechen können, genau dort, wo die meisten Menschen sterben. Und dazu kann ich nur sagen, ich bin momentan wieder recht verblüfft, weil es ein Innenministeriumsschreiben gibt, in dem also festgelegt wird, wenn aus dem Ausland Menschen zurückkommen und die hätten sich da in einer Problemzone für Covid aufgehalten, ja, dann müssen die 14 Tage zu Hause hier in Quarantäne bleiben, ja, oder müssen einen Abstrich abgeben, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, aus dem herauf hervorgeht, dass sie nicht infiziert sind. Ja. Das gilt für alle, aber nicht für Krankenhausangestellte und nicht für Pflegeheimarbeitende. Das heißt also, genau die Personengruppe, die mit den Leuten zusammen ist dauernd, die am höchsten gefährdet sind, die gehen weder in Quarantäne, weil das da ausgenommen ist, werden nicht abgestrichen, um zu sehen, ob sie infiziert sind und weitertragen können, und gehen sofort wieder in die Arbeit. Und alle anderen müssen sich dann diesem unterwerfen. Das ist auch schon wieder würdelos. Ne? Also es ist ja so, man stellt sich ja die Frage, ob die ihre eigene Unlogik eigentlich begreifen, ob denen das jetzt nicht langsam dämmert, wie unlogisch sie handeln in so vielem. Ne? Ich befürchte ja, dass sie es absichtlich machen. Ja, das machen sie natürlich, aber die müssen ja davon ausgehen. Ich meine, die halten uns entweder, halten die das Volk wirklich für wahnsinnig, wahnsinnig blöd. Da. Das ist es ja leider. Ja, okay, sagen wir, wie viel Prozent? Wir lachen auf der raus alleine mit der Maske. Ja, natürlich. Also da muss ich schon sagen, warte mal, du kannst dich. Das ist traurig. Aber man wird eher verrückt, gell, wenn man das einmal beobachtet, diese Truman-Show. Ne? Also ja, das ist ja wirklich. Ja gut, wir werden sehen. Aber wie gesagt, es ist. Es kann ja nicht sein. Also bei so viel Unlogik, die sich da auftut, und wir haben ja wahnsinnig viele Ärzte, also wir haben ja wirklich Tausende von Ärzten mittlerweile. Und jetzt haben wir ja am 10.10. die große Demo am Kennedy. Und das ist also für mich ein ganz wichtiger Punkt, dieser ganze Impfwahn. Ich bin jetzt halt gespannt. Ne? Da kommt dann ein Professor und spricht über die Impfstoffe. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil wenn die wirklich freiwillig sich zu 80% impfen lassen, die Menschen, dann haben die hinterher ein Problem. Eine genetische Veränderung und so weiter. Ne? Ja, wir haben dann alle ein gesellschaftliches Problem, weil die weiter zu behandeln müssen, ja wieder alle zahlen. Ja, so. Es ist also eigentlich ein höchst gefährliches Unterfangen, wenn man sowas medizinisch hernimmt, das weder ausreichend getestet ist, noch. Fünf Jahre müsste es normalerweise getestet werden, aber eben aufgrund des. Ja, und aufgrund der ganzen Sondergeschichten ist es nicht gewährleistet, was natürlich der Wahnsinn ist. Und mittlerweile weiß man, und Trump geht ja her und lässt nicht mehr impfen, weil er sagt, er möchte einen sauberen Impfstoff. Er lässt diese Zusatzstoffe in Impfstoffen nicht zu, ja, und er wird so lange warten. Man kann von Trump halten, was man will, aber das ist ja schon ein feiner Zug, dass man sich kein fetales Gewebe, sprich wirklich Embryonengewebe injizieren lässt, Formaldehyd, Aluminium und all diese Dinge. Das ist bekannt, das ist kein Geheimnis, das ist auch kein Blödsinn. Das ist einfach enthalten in Impfstoffen, damit die diese Entzündung entsprechend auslösen. Das ist ihre Aufgabe allein, das muss man sich vorstellen. Ja, wie gesagt, das ist so ein Thema. Jetzt mache ich schnell Selfie mit dem Kai, gell? Der kriegt dann noch einen Bericht zusätzlich obendrauf. So, Moment. So, müsst ihr jetzt durch und dann gehe ich gleich wieder vor auf die Bühne. So, diese Größe, Moment. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Ja, bist du auf Facebook oder irgendwo? Auf Facebook bin ich unter Carlo Holz. Okay, das merke ich mir. Dann melde ich mich. Tschüss. Alles Gute. So, gehe ich wieder vor. Moment.
Das regnet und regnet. So. Die Öffentlich-Unrechtlichen haben ja kürzlich verkündet, dass in Amerika 130 Millionen Menschen bereits gestorben sind. Man muss eigentlich drüber lachen, also nicht über die 130.000, die tatsächlich gestorben sind. Woran die dann gestorben sind, ist eine andere Frage. Aber dass denen selbst das nicht mehr auffällt, also dass man wirklich auf die Idee kommt, das zu sagen, in Amerika sind 130 Millionen Menschen gestorben und keiner merkt das. Da frage ich mich manchmal, ist das Vorsatz? Meinen die, dass es wirklich Menschen gibt, die das glauben? Ich befürchte nämlich auch, ja, ich kriege hier so ein paar zustimmende Blicke, dass es manche Leute dann einfach übernehmen. Ja? Die hinterfragen das gar nicht. 130 Millionen Leute mal kurz in Amerika gestorben, 2/5 der Bevölkerung, muss man offenbar gar nicht mehr klarstellen. Und es zeigt schon, wie hier agiert wird und mit welchem Wahnsinn hier agiert wird und mit welcher Art von Nicht-Argumentation. Ja? Man muss das ja alles mal in die Relation stellen. Ja? Wir haben in Deutschland ungefähr 2.500 Menschen, die am Tag sterben. Das ist völlig normal, genauso wie eine etwa gleiche Anzahl geboren wird. Und wir haben jetzt diesen Corona-Wahnsinn seit ungefähr 5 Monaten. In diesem Zeitraum sind mit positiven Test, der nicht validiert ist, 9.000 Menschen gestorben. Also die hatten ein positives Testergebnis. Woran die gestorben sind, weiß kein Mensch, weil die allerwenigsten eine Obduktion hatten. Das Durchschnittsalter irgendwo im Bereich über der allgemeinen Lebenserwartung. Und wir haben hier diese 9.000 Menschen, die verstorben sind. Und im Gegenzug sind in Deutschland in diesem Zeitraum, nagelt mich nicht fest, wahrscheinlich 350.000 Menschen gestorben. Und da frage ich mich, wo ist hier die Relation, praktisch unsere kompletten Rechte abzuschaffen, auf so einer Tatsachenbasis? Man braucht ja auch gar nicht mehr argumentieren, man braucht es ja gar nicht rechtfertigen, weil ich muss mich nicht rechtfertigen, ihr müsst euch rechtfertigen, dass er uns alle unsere Rechte wegnimmt. Bei einer aktuellen Infektionszahl in Deutschland von 5.000, was 0,006% der Bevölkerung sind. Wenn ich da die Falsch-Positiven noch abziehe, aufgrund von einer geringen Durchseuchung, komme ich noch auf wesentlich weniger. Und hier wird nach wie vor verkündet, wir sind in einer Pandemie, wir stehen am Anfang oder in der Mitte, während gleichzeitig die Impfstoffhersteller sagen, wir wissen gar nicht mehr, wie wir den entwickeln sollen, weil uns fehlen schlichtweg die Infizierten. Und trotzdem macht die Politik weiter. Aktuelles Fallbeispiel hat man mir heute Nacht noch gesteckt aus dem Gesundheitsausschuss in Baden-Württemberg. Da hat der Gesundheitsminister Lucha ganz klar gesagt, die Maskenpflicht bleibt. Da hat sich der Einzelhandel beschwert. Wir haben gesagt, unsere Mitarbeiter halten das nicht mehr aus. Die werden krank, die melden sich krank, denen wird schwindelig. Und Lucha sagt ganz klar, die Maskenpflicht bleibt. Die Menschen müssen 8 Stunden am Tag körperlich schwere Arbeit leisten. Und ich weiß, wie das ist, mit so einer FFP-Maske zu arbeiten. Ich habe das teilweise selber gemacht. Und dann kommt der Politiker, hockt in seiner großen Limousine und erzählt irgendwas von der Maskenpflicht. Das ist wirklich skandalös, was dieses, das darf ich jetzt nicht sagen, wie ich es eigentlich formulieren will, was diese Menschen sich erlauben. Ich hätte fast ein anderes Wort benutzt. Und das ist wirklich absolut skandalös. Ja, Widerstand, will ich auch sagen. Wir sind schon lange im Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Leider haben es viele noch nicht begriffen. Und die ganze Rechtfertigung für das Ganze waren ja diese Krankenhäuser, die Schockbilder aus Italien. Das war nie faktenbasiert, das war immer nur auf Emotionen basiert und auf medialer Manipulation. Ich meine, ist wirklich nachgewiesen, dass der Lockdown irgendwas bewirkt hat? Nein, hat er nicht. Die Infektionszahlen gingen schon lange runter. Haben wir eine erhöhte Sterblichkeit, die nachgewiesen ist? Es gibt diverse Studien von renommierten Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die das mit einer Grippe vergleichen. Für diese Grippe opfern wir unsere Demokratie im Moment. Die Kontaktbeschränkungen, das ist nicht nachgewiesen, dass es irgendwas bringt. Zum Thema Maske hieß es am Anfang, ja, damit hält man das nicht auf. Herr Drosten, schöne Grüße. Am Ende haben sie dann gesagt,
sinngemäß, naja, wir hatten nicht gut genug Masken, deswegen mussten wir die Bevölkerung belügen. Das war in Amerika genau das Gleiche. Nur da frage ich mich, wenn ihr die Bevölkerung im März oder im Februar belügt, warum sollt ihr dann jetzt auf einmal die Wahrheit sprechen? Warum soll ich auf jemanden vertrauen, der sich im Jahr 2009 bei der Schweinegrippe mit extremen Fehlprognosen berühmt gemacht hat? Ja? Die Arte-Doku, das ist sicherlich einigen bekannt, kann man einfach mal angucken. Warum trauen wir diesem Menschen unser komplettes Volk an? Wo ist seine Qualifikation, uns hier gemeinsam in den Ruin zu führen? Ja? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Herr Drosten. Ja, aber wir haben ja die Lösung. Die Lösung ist die Impfung. Ja, und die Pandemie endet ja per Definition unserer Regierung, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Jetzt ist das Problem, dass relativ viele Experten, auch zum Beispiel Herr Streeck, sagen, ob das überhaupt der Fall sein wird, wissen wir nicht. Ja, ob wir das überhaupt entwickeln können. Das kann Jahrzehnte dauern, so wie bei HIV, da kennt der Mann sich so ein bisschen aus. Also ob es unter diesen Bedingungen in München, ich weiß jetzt nicht, wo die Theresienwiese von der Himmelsrichtung liegt, ob es in den nächsten Jahren, ja, in dieser Richtung, danke, wieder ein Oktoberfest gibt oder Weihnachtsmärkte oder was auch immer. Da habe ich so meine Zweifel, ja, weil diesen Impfstoff, den werden die so nicht entwickeln. Und wenn, also ich möchte ihn nicht haben, und was da am Ende rauskommt, das sind für mich momentan schlichtweg Genversuche an Menschen, die damit erpresst werden, dass man sagt, wir nehmen euch eure Rechte weg, das machen wir dann ein paar Monate, und irgendwann lassen wir euch nicht mehr arbeiten, wenn ihr euch nicht impfen lasst. Also ich spreche dann auch wirklich die Berufsgruppen, die das betreffen wird, direkt an Krankenhäuser, in Kindergärten, in Schulen, auch Polizei und Bundeswehr. Ihr werdet wahrscheinlich die Ersten sein, die in diesen Genuss kommt, abwägen zu müssen, lasse ich mich impfen oder verzichte ich auf meinen Beruf. Ich meine, meine Entscheidung ist da ganz klar. Ja? Ich habe eine rote Linie, die hat der Staat überschritten, und ich werde mich daran nicht beteiligen. Es kann jeder für sich frei entscheiden, aber zu einer freien Entscheidung gehört, dass ich die Menschen nicht vorher erpresse, nötige und ihnen dann die Lösung gebe, dass sie endlich wieder ihre Freiheitsrechte kriegen. Wenn das hier passiert, dann ist die Demokratie in Deutschland definitiv beendet. Schon wieder. Kritisieren darf man das ja alles nicht. Ich weiß nicht, wer das Video von Sebastian gesehen hat, die Zerstörung des Corona-Hypes. Mal kurz die Hände hoch. Kennt das jemand? Sehr schön, werde ich ihm ausrichten. Ja, Meinungsfreiheit ist in Deutschland nicht mehr so weit. Die Uni hat sich ja distanziert. Ich weiß nicht, warum sich eine Universität von irgendwas distanzieren muss. Die soll einfach die Klappe halten. Und wenn dann Äußerungen kommen, wir werden das beobachten, was dieser Student macht, dann frage ich mich schon, Universität Ulm und auch viele andere Universitäten, wisst ihr eigentlich, was Wissenschafts- und Meinungsfreiheit ist? Ihr macht hier Politik, das ist nicht eure Aufgabe. Der Mann darf machen, was er möchte. Er bewegt sich auf dem Boden des Grundgesetzes und auf dem Boden von jeder Verfassung eines jeden freien Landes auf der Welt. Und bitte lasst solche Kommentare, wir haben eine Meinungsfreiheit, und wir müssen uns irgendwie von Staaten wie Nordkorea und China unterscheiden, und das ist momentan immer weniger der Fall. Aber nicht nur unsere Meinungsfreiheit ist gefährdet, auch unsere Freiheitsrechte sind gefährdet und unsere Wirtschaft ist gefährdet. Man könnte jetzt sagen, mit Abstand in den Ruin. Und ich glaube, das ist das, was momentan in vielen Branchen passiert. Ob das Reise ist, ob das Gastronomie ist, ob das Unterhaltung ist, ob das Kultur ist, ob das irgendwelche Volksfeste sind. Alles, was die Menschen zum Spaß, zur Freude, zur Erholung brauchen, wird uns momentan verboten, wird uns verleidet. Und da frage ich mich schon, was sollen wir künftig noch machen? Wir sollen arbeiten gehen, wir sollen unser Maul halten, weil wir alle einen Maulkorb verpasst haben. Und dann sollen wir brav gehorchen. Da machen wir nicht mit. Wenn der bayerische Ministerpräsident
der das gleiche studiert hat wie ich, auch der ist Volljurist, genauso wie sein Innenminister, dann solche Sätze bringt wie, sie können ja zu Hause mit ihrer Partnerin tanzen und die komplette Veranstaltungsbranche, ja, Diskotheken, verhöhnt. Das sind Menschen, die kämpfen um ihr Überleben. Und das Einzige, was der Herr Söder macht, ist, solche Sprüche zu bringen. Herr Söder, ich gebe Ihnen Rat. Tanzen Sie doch bitte zu Hause mit Ihrer Partnerin, ziehen Sie aus der Politik zurück. Wir brauchen Sie hier nicht. Ich schicke ihm mal unsere Sendung, den Herrn Söder, schicke ich ihm. Herr Post. Und ich kenne diese Menschen noch ein bisschen, den einen oder anderen habe ich öfter mal getroffen von den Politikern. Ich war auch mal in dieser Partei, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin vor 10 Jahren schon ausgetreten, werde sicherlich auch nicht mehr eintreten. Und ja, es ist wirklich erschreckend, gerade wenn man diese Menschen kennt, diese Politik. Selbst wenn man sie persönlich anschreibt, mit dem Wahlkampf teilweise gemacht hat, kommt keine Antwort. Es kommt keine Antwort. Geht jetzt an Stefan Müller, der ist auch in Bayern Bundestagsabgeordneter. Nur mal so ein kleiner Seitenhieb. Aber das werde ich ihm heute in Erlangen noch erzählen. Ich bin ja nicht nur in München heute, ich bin in 4 Städten in Bayern. Und das auch aus gutem Grund. Aber man kann nicht nur auf die Politik schimpfen, ich muss auch die Unternehmer wirklich dazu animieren und appellieren, nicht diese Paralleljustizen, diese Parallelgesellschaft weiter zu unterstützen. Es ist das eine, wenn man sich an Unrecht halten muss, weil man wirtschaftliche Repressalien befürchtet. Das andere ist, wenn das erste Wort, in welchem Laden auch immer ist, wo ich reingehe, Maske, dann sage ich Ihnen auch einen schönen Tag mit freundlichen Grüßen. Ich werde nie wieder kommen. Richten Sie es bitte dem Geschäftsführer aus. Mein Geld kriegen Sie nicht. Man muss die Menschen und auch die Unternehmer da leider beim Geldbeutel packen, weil das tut ihnen mehr weh. Ich denke, die allermeisten sehen inzwischen, dass diese Todesvirus, ja, mit Hunderten von Millionen Toten auf der Welt, ja, dass das nicht passieren wird, sondern wir haben hier normales Sterbeverhalten, das einfach nur umgemünzt wird und zu einer politischen Agenda vorsätzlich missbraucht wird. Das ist momentan das, was passiert. Und wenn die Unternehmer das jetzt nicht endlich mal begreifen, und wenn es nur dadurch ist, dass man halt mal ein Schild draußen hinstellt. Liebe Leute, wir haben auch Kunden, die keine Maske tragen können. Bitte respektiert auch das. Wir haben Mitarbeiter, die können das nicht aus gesundheitlichen Gründen. Dann kommen wir schon mal in die richtige Richtung. Es ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur sagt, ihr dürft bei uns nicht mehr einkaufen. Wir machen hier von unserem Hausrecht Gebrauch. Und kranke Menschen, die mit diesem Maulkorb wirklich Probleme haben, also ich mache das aus Überzeugung nicht, aber viele können das gesundheitlich nicht, die werden hier von der Versorgung ausgeschlossen. Das ist ein Skandal und das müssen die Unternehmer spüren. Und viele Leute gehen dann halt künftig woanders einkaufen. Wo kaufen sie einen? Online. Wer kriegt das Geld? Jeff Bezos. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden er schwer ist inzwischen. 130, 140, 150 Milliarden. Das ist die Folge. Wenn ihr so mit uns umgeht, wenn ihr so mit euren Kunden umgeht, ja, dann gehen die woanders hin. Dann nagelt ihr euch den Sarg selber zu. Bitte bedenkt das, wenn ihr Menschen in Deutschland diskriminiert. Wenn ihr mehr macht, als unsere Unrechtspolitik schon ohnehin fordert, das hat Konsequenzen. Immer mehr Leute werden sagen, da mache ich nicht mehr mit. Bravo! Bravo! Und wir haben durch unser Konsumverhalten einen unfassbaren Hebel. Da, wo das Geld hinfließt, ja, da haben wir einen Einfluss. Und denen, denen wir es entziehen, haben wir auch einen Einfluss. Und momentan profitieren die allerreichsten Konzerne. Die 5 amerikanischen, ja, Tech-Firmen, ja, die ganz großen, die haben ihr Vermögen massiv ausgeweitet. Die großen Banken, die sitzen auf so viel Cash, die warten einfach, bis der komplette Mittelstand global pleite geht, kurz vor der Pleite steht. Und dann kaufen die sich billig ein. Das nennt man Umverteilung von unten nach oben. Und es wird die Ungleichgewichtigkeiten auf der Welt noch weiter in eine Richtung bringen, wo ganz, ganz wenige das Sagen haben und wo einige Unternehmen ganze Staaten kontrollieren können, was sie jetzt schon können und was noch viel schlimmer werden wird, wenn wir nicht eingreifen. Ja,
Erstmal zu meinem eigentlichen Thema, das mir momentan das Wichtigste ist. Das ist die Maskenpflicht, die Maulkorbpflicht. Ich kann einfach mal aus meinem beruflichen Alltag so ein bisschen berichten, was in den letzten ein, zwei Wochen reinkam. Menschen werden nicht aus den Krankenhäusern gelassen, also nennt man Freiheitsberaubung in meinem Beruf, weil das Testergebnis, wenn man auf das Testergebnis wartet, Menschen werden aus Baumärkten geprügelt von sogenannten Sicherheitsdiensten, weil ihnen kurz die Maske runterrutscht. An Schulen, und ich habe es jetzt gerade auch wieder im Gespräch geführt, ist es am allerschlimmsten, die Kinder werden hier wirklich missbraucht, anders kann ich es nicht nennen. Da muss man einfach mal mit Beispielen kommen. Ansonsten kann man sich das gar nicht vorstellen. Zunächst mal noch, auch in öffentlichen Gebäuden, es gab kürzlich in meiner Heimatstadt auch eine Verhaftung, weil einer sich nicht an den Maulkorb halten wollte, was er auch offensichtlich nicht musste, nur übers Hausrecht. Irgendwann ist er dann gegangen, dann kam die Polizei und wollte seine Personalien aufnehmen. Er hat nichts verbrochen, deswegen habe ich nicht verstanden, warum. Wozu hat es geführt? Er ist dann gelaufen, wurde brutal verhaftet. Das ist ein ganz ruhiger Mensch und da war noch eine Freundin von mir dabei, die wurde auch verhaftet. Die haben mich dann von der Polizei angerufen und gesagt, okay, gut, gebt mir die sofort dran, das und das passiert. Ich habe dann noch einen Kollegen von mir aus München, einen sehr guten Strafverteidiger, David Mühlberger, angerufen. Der hat den zweiten Fall übernommen. Und da muss man einfach mal überlegen, mit was für Mitteln wird hier momentan agiert? Ja, das sind Stasi-Methoden, nichts anderes. Und das ist jetzt gerade mal 30 Jahre her. Und dunklere Zeiten sind auch noch nicht so lange her. Das sind zwei Generationen. Und wir sind schon wieder auf einem Weg, wo Deutschland in eine Richtung geht. Und nicht nur Deutschland, auch andere Länder. Wo man sich am Ende vielleicht fragen muss, wie konnte das alles passieren? Ja, die Frage, die stelle ich mir auch. Und die habe ich mir gestellt. Und weil ich mir die gestellt habe, stehe ich heute hier und auch in vielen anderen Städten, weil meine rote Linie ist überschritten, eure auch. Wir machen das nicht mit. Wir leisten Widerstand. Jawohl! Ich muss schauen, dass ich nicht zu sehr überziehe, deswegen komme ich auf das Thema Schule jetzt. Also Kinder, es gibt keine Maskenpflicht in Bayern, es gibt keine in Baden-Württemberg. Jedenfalls im Grundsatz, mir liegen auch alle Schreiben dazu vor, wir liegen die, wir laden die auf unserer Seite, Querdenken 731 in Ulm hoch. Ja, ich habe mich vorher übrigens gar nicht vorgestellt, ja, mein Name kennt ihr, ich bin Rechtsanwalt aus Ulm und eben Mitbegründer von Querdenken in Ulm. Und da bringen wir relativ viel auch online. Einfach, um den Leuten dann mal ein bisschen Mut zu geben, es den Schulen mal vorzulegen. Und die Schulen, die dann sagen, naja, es gibt keine Maskenpflicht, aber klein Maximilian muss sich dann da alleine im Eck hinsetzen, alle anderen dürfen machen, was sie wollen, und der wird diskriminiert, das ist Kindesmisshandlung. Das ist nichts anderes. Und das Schlimme ist, erst nimmt man den Leuten das Geld weg, schickt sie in Kurzarbeit, und dann ist das, was meistens kommt, ich kann mir keinen Anwalt leisten, wenn überhaupt einen findet, weil meine Berufsgruppe, die zeigt hier momentan auch eine Staatshörigkeit, die erschreckend ist. Wir sind zwar dabei, daran zu arbeiten, aber die sich dann wehren wollen, können sich es manchmal nicht leisten und andere finden keinen Anwalt. Das sind bei 165.000 Berufsträgern in Deutschland ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal, dass die Berufsgruppe dann sagt, nee, machen wir nicht. Wenn Anwälte sagen, wir nehmen keine Mandate an, für massive Grundrechtsverletzungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt einen Berufseid geleistet. Guckt ihn euch nochmal an. Wenn ihr das nicht tut, legt eure Zulassung nieder, sucht euch einen anderen Job, ihr seid in der Anwaltschaft falsch aufgehoben. Bravo! Bravo! Ja, er sagt es gerade, ich kann Kinderschänder, Vergewaltiger verteidigen. Das ist völlig juristisch, völlig in Ordnung. Ich kann Mörder verteidigen, es ist auch in Ordnung. Ich kann Konzerne in irgendeinem Haftungsfall, wo im Ausland Tausende von Leuten sterben, aus was auch immer. Ich kann jeden verteidigen, aber offenbar kann ich in Deutschland Grundrechte, Menschenrechte nicht verteidigen. Und manche machen das nicht oder sehr viele machen das nicht. Liebe Kollegen, ich weiß nicht, warum. Warum seid ihr so feige? Warum seid ihr so staatshörig, gerade in Bayern? Das kann nicht der Weg sein. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, ich finde das alles komisch, was hier passiert. Kollege, ich gebe dir schon recht, aber ich will nichts machen. Das ist Feigheit. Ihr macht euch mitschuldig. Ihr habt die Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Und wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr in all dem, was hier passiert, schuldig.
Und das muss euch klar sein. Jetzt kommen wir mal zu dem, was das Bundesinnenministerium als, sagen wir mal, Handlungsanweisung rausgegeben hat. Wurde ja zum Glück geleakt. Worst-Case-Szenario verdeutlichen, damit auch einfach klar ist, was passiert in den Schulen und warum passiert es. Also, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, die wollen uns gezielt schocken, muss das und das klar gemacht werden. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Ja, das ist Wahnsinn, aber faktenbasiert gab es diese Situation in Deutschland nie. Und ob das medizinisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber das jetzt nur mal nebenbei, habe ich was gekriegt von einem Ulmer Professor, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Gut, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Ja, das ist wirklich falsch, weil wir sehen, woran die momentan leiden. Nicht an gesundheitlichen Auswirkungen, sondern an Kindesmisshandlung. Kinder werden sich leicht anstecken, nicht belegt. Selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern, reine Behauptung, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt, überhaupt keine Risikogruppe, und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, dann ist das das Schrecklichste, was einem Kind widerfahren kann. Weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen. Es ist eine Arbeitsanweisung aus dem Innenministerium zur Kindesmisshandlung im 100.000-fachen Fall in Deutschland. Es ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Und das übernehmen die Lehrerinnen und Lehrer. Ja, selbst wenn klar ist, das Kind muss keine Maske tragen. Und ich habe, das ist alles aus meiner beruflichen Praxis. Ich erfinde das hier nicht, deswegen kann ich auch sehr frei darüber sprechen, weil das ich jeden Tag mache ich solche Fälle. Wenn das Kind die Maske nicht trägt, wenn es eine mutige Mutter, meistens Mütter, hat, ja, die das durchsetzen, dann kommt die Lehrerin und sagt, ja, klein Maximilian, das Kind heißt anders, ist ja völlig egal, du musst es nicht tragen, aber bedenke bitte, du kannst deine Eltern anstecken, du kannst deine Großeltern anstecken und sinngemäß aufgrund von deinem Fehlverhalten werden Menschen sterben. Wenn ich das Kinder in der Grundschule oder Kinder, die noch nicht mal Jugendliche sind, erzähle, das ist Nötigung, das ist Körperverletzung, das ist eine psychische Misshandlung und solche Fälle bringe ich zur Staatsanwaltschaft. Wenn wir jetzt hier nicht ganz schnell die Kurve kriegen, dann wird diese Maskenpflicht in den Schulen, die momentan von Schulleitern willkürlich ohne jede Rechtsgrundlage eingeführt wird, was auch offenkundig der Fall ist, also ich habe in praktisch allen Bundesländern die Schreiben vorliegen, dann werden die das über die Ferien zur Pflicht machen. Dann dürfen eure Kinder, unser aller Kinder künftig mit Maulkorb durch die Schule laufen, werden komplett umerzogen und an eine neue Realität gewöhnt, für die es keinerlei Faktenbasis gibt, außer vielleicht den Fakt, dass man uns alle unterwerfen möchte. Das wird aber nicht funktionieren. Mit mir wird es nicht funktionieren, mit euch wird es hoffentlich auch nicht funktionieren. Und bei der Maskenpflicht bleibt es nicht. Es gibt dann Immunitätsausweise. Oder die Schulen haben dann Gesundheitsbescheinigungen. Das ist momentan auch aktuelle Unrechtslage. Wenn das Kind und die Eltern nicht das und das ausfüllen, darf das Kind nicht mehr in die Schule. Und da frage ich mich doch, wenn es keinerlei Belege gibt oder im Zweifel sogar falsche Studien vom Herrn Drosten, dass bei Kindern eine erhöhte Gefahr ausgeht, womit rechtfertigt man das? Womit rechtfertigen Lehrer dann bei Kindern zu sagen, ja okay, es muss keine Maske tragen. Aber in dem Moment, wo es auf dem Schulhof betritt, den Schulhof betritt, verfolgen wir es. Wenn es auf die Toilette geht, laufen wir mit dem, dass es auf jeden Fall den Mindestabstand einhält. Und das erklären Lehrer den Eltern, während sie, also die Lehrer, beide 50, 60 Jahre alt, nebeneinander, 20 Zentimeter Abstand, zusammen sitzen und erzählen dann, dass kleine Kinder verfolgt werden müssen. Also die werden die Maskenpflicht, selbst da, wo sie sagen, wir haben keine, versuchen sie es mit Stasi-Methoden durchzusetzen, bis die Kinder gebrochen sind.
Und es ist ein Verbrechen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Wenn die Lehrer das nicht akzeptieren und wenn sie wollen, dass die Kinder sich, sie selber schützen, dann geht nicht zur Arbeit, aber misshandelt nicht unsere Kinder. Bravo! Die Geschichte wird irgendwann mal über das urteilen, was hier passiert. Und die Geschichte wird wieder urteilen. Diese ganze Maske führt natürlich auch zu einem anderen Thema, das immer wieder Teil der Politik ist, teile und herrsche, divide et impera. Haben die Römer schon perfekt gemacht? Ist ein Thema, das für mich ganz, ganz elementar ist. Ja? Die Gesellschaft wird schon immer gespalten. Die Menschheit wird gespalten. Durch Grenzziehungen, durch Schwarz-Weiß, durch Arm-Reich. Durch Bayern und Franken, ja, kann ich jetzt ja auch mal sagen. Man muss ja auch mal ein bisschen lustig sein, auch wenn es ernste Themen sind. Alt und jung, krank und gesund und inzwischen Maske oder keine Maske. Und all das hat nur einen einzigen Zweck. Es hatte schon immer denselben Zweck. Die Menschheit soll sich gegeneinander aufhetzen, die sollen sich miteinander beschäftigen, dass die, die oben hocken, machen können, was sie wollen. Und das müssen die Menschen erkennen. Und am allerwichtigsten ist, dass sie das da erkennen, wo es um diese ganze Links-Mitte-Rechts-Thematik geht. Wir haben das oft genug gesagt, ich sage es immer wieder, ich beteilige mich an dieser Art der politischen Spaltung nicht mehr. Jeder, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, hat die gleichen Rechte. Aber von links kommt, aus der Mitte, von rechts, ist mir völlig egal. Bravo. Es kann nicht sein, dass einige wenige vorgeben, wer Rechte haben darf oder nicht. Wir haben dafür Gesetze, wir haben dafür ein Grundgesetz, wir haben dafür Menschenrechte und nicht die Presse entscheidet, wer diese Rechte ausführen darf. Und diese Art der Spaltung, durchbrecht die. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ihr eine Botschaft heute mitnehmt, dann nehmt die mit. Das ist meine wichtigste. Es ist nämlich ganz einfach, die überwiegende Mehrheit der Menschen, und damit meine ich 99,9%, vielleicht auch ein bisschen mehr, hat die gleichen Grundbedürfnisse, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Frieden, Freiheit, Gesundheit, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ich denke, dass es hier irgendjemand gibt, der sagt, nee, bin ich dagegen. Ja? Wir haben alle Menschen haben die gleichen Grundbedürfnisse und ein paar wenige aus Massenmedien, aus Geldadel und aus Politik haben offenbar andere Pläne. Die wollen uns kontrollieren, die wollen die Welt regieren und das sind unsere Gegner, nicht unsere Mitmenschen, nicht die anderen, sondern die da oben. Ich kann auch noch ein bisschen was über Recht und Rechtsprechung sagen. Viele fragen mich, naja, können wir das nicht auf dem Rechtsweg klären? Ich sage den Leuten, das war mir von Anfang an klar, der Rechtsweg wird diesen Wahnsinn nicht beenden. Die Justiz macht ein bisschen was, die Justiz ist vernünftiger als die Politik. Gut, das ist aber auch noch kein Lob, das jetzt übermäßig weit greift. Die Politik macht richtig kranke Sachen inzwischen, ja. Und die Gerichte gehen weitestgehend mit, weil unser ganzes Rechtssystem, also auch der ganze Allrechtsschutz, da ein Problem ist. Und ich habe kürzlich ein paar Prozesse geführt in Niedersachsen. Auch da war es ja so, dass der Ministerpräsident Stefan Weil, heißt der Herr, im Bundesrat einfach für ein Foto die Maske aufgesetzt hat. Dann nimmt er sie wieder runter, so wie die das alle machen. Das sagt uns einfach, die interessieren sich dafür nicht. Die glauben den Schwachsinn selber nicht, den sie verbreiten. Und gleichzeitig wird auf Demonstrationen ungefähr von dieser Größe, ja, wird eine Maulkorbpflicht verordnet mit 2,5 Meter Abstand, 5 Meter vom Redner. Ja. Das Verwaltungsgericht macht noch Teilnehmerbeschränkungen auf 300 Leute. Das Oberverwaltungsgericht hat dann einiges davon gekippt. Und das Bundesverfassungsgericht, ja, wo ich vor 2 Wochen mal 100 Seiten hingeschickt habe, hat mir kurz geantwortet in 2 Seiten. Ja, muss man nur mal sich überlegen, 100 Seiten kommen, 2 Seiten Antwort. Wir greifen sinngemäß, ich gebe das jetzt sinngemäß weiter, erst dann ein, wenn die Grundrechtseinschränkungen so massiv sind, dass wir nicht mehr anders können. Das heißt übersetzt, jeder Akt der staatlichen Willkür wird durchs Bundesverfassungsgericht so lange geduldet, solange die Folgen aus grundrechtlicher Sicht
nicht dramatisch genug sind. Und das heißt, die Politik kann in den nächsten Monaten sinngemäß machen, was sie möchte. Die Justiz wird uns nicht arg helfen. Und wenn man mal schaut, wer der Präsident vom Bundesverfassungsgericht ist, weiß nicht, ob er den kennt oder seine Geschichte kennt, manche nicken, von dem kam dieser Beschluss. Ja, das war sein Senat. Ist also praktisch, aber auch der Vorsitzende Richter da. Und wenn wir die Person mal kurz angucken, der war kürzlich noch im Bundestag für die CDU, war 2013 mit Merkel auf Wahlkampf, hat offenbar ganz gute Kontakte zur Automobilindustrie. VW, richtig, habe ich auch erst heute nachgeschaut. Hat dann in der Universität Heidelberg ganz kurz mal eine Professur gekriegt, 2018. Ich habe da auch mal studiert, habe da abgeschlossen. Und war dann auf einmal in irgendeinem Verlag, hat als Abgeordneter nebenher in seiner Kanzlei hohe sechsstellige Beträge, also Gewinne nach Steuern, nicht vor Steuern, noch erwirtschaftet, wobei er eigentlich als Abgeordneter gar keine Nebenverdienste haben darf. Dieser Mensch mit Gesetzgebungserfahrung, was manche noch begrüßen, ist jetzt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ich dachte mal, in Deutschland gibt es sowas wie Gewaltenteilung. Aber die haben inzwischen genau die gleichen Revolving Doors, wie wir auch in der Pharmaindustrie haben. Erst bin ich in der Politik und dann soll ich gegen Frau Merkel entscheiden. Wer glaubt, dass dieser Mann unbefangen gegen unsere Regierung Entscheidungen trifft, der leidet an Realitätsverlust. Das hat mit Demokratie und Rechtsstaat nichts zu tun. Er heißt Harvard, natürlich darf ich den Namen sagen. Ich habe ihn auch letzte Woche schon dazu aufgefordert, zurückzutreten. Das wird er nicht machen. Aber wenn solche Personen das höchste juristische Amt im Staat leiten und so einen nahen Bezug zur Politik haben und zur Wirtschaft, das ist Vetternwirtschaft. Ja? Wir sind auf dem Weg in eine Bananenrepublik. Ja, was anderes ist das nicht mehr. Und wenn man solche Beschlüsse liest, dann wird das ja auch einfach bestätigt. Ja? Das nennt man momentan diese Beschränkungen bei den Demos auf 2.000, 3.000, 4.000 Leute. Da steht letztlich drin, es reicht, wenn ein paar Tausend auf die Straße gehen. Damit ist der Zweck der Demonstration erfüllt. Es ist nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts zu entscheiden, wann genug Menschen auf der Straße sind. Es ist schlichtweg jeder, der demonstrieren möchte. Und in Stuttgart hatten wir das. Muss das tun dürfen. Es ist nicht Sache der Justiz zu sagen, so viele Leute sind in Ordnung und ab hier mache ich jetzt nicht weiter. Das ist das Ende einer Demokratie, wenn ich auf Basis von der körperlichen Unversehrtheit sagen kann, ich schränke euer Demonstrationsrecht ein und das werden die wieder machen und dann müssen wir alle zusammen anders agieren und das werden wir auch tun. Ganz ja. Also der Rechtsstaat wird uns nur eingeschränkt helfen. Wir sind jetzt auf Anwaltsebene dabei, wirklich denen viele Steine im Weg zu legen. Da wird in den nächsten Tagen einiges passieren. Das werdet ihr auch mitkriegen. Dass wir wenigstens auch bei den Anwälten eine gewisse Front haben und denen so viele Steine in den Weg legen können, wie wir nur können. Das alleine ist nur ein Teil. Ja, wir müssen uns da auch, was Demos angeht, sauberer aufstellen. Aber die Anwaltschaft muss hier tätig werden. Das ist extrem wichtig. Dass auch einfach klar ist, welchen Prozess führen wir nicht. Also dass wir wirklich wissen, da lenken wir das Geld rein, da lenken wir die Energie rein, da wo wir was bewirken können. Dann müssen wir den Menschen auch einfach Mut machen, wehrt euch. So, jetzt habe ich viel geschimpft, mache ich gerne, weil ich glaube, es ist nötig. Aber man muss natürlich auch gucken, wie kommen wir aus dem Dilemma raus. Ja? Das Ganze geht ja jetzt schon sehr, sehr lange und wir brauchen Lösungen. Wir brauchen Lösungen für den effektiven Widerstand. Wir müssen uns bei Demonstrationen mehr vernetzen. Ja, ich bin dankbar um jeden, der hier heute da ist. Ja? München hat, soweit ich weiß, 1,4 Millionen Einwohner. Und selbst wenn 10% sagen, ich mache da nicht mit, dann müssten 140.000 Menschen auf der Straße stehen. Ja? Wir sind da momentan dabei, uns wirklich deutschlandweit zu vernetzen. In vielen Bundesländern läuft es schon sehr gut. Es läuft auch in Bayern immer mehr an, dass wir wirklich gucken, wie machen wir das effizient, wie organisieren wir uns, wie führen wir das Ganze hier wirklich wie ein Unternehmen an. Das geht's nicht. Ja, wie unterstützen wir die Leute rechtlich, organisatorisch?
dass wir wirklich irgendwann eine gemeinsame Front bieten können. Wenn der Staat wieder sowas macht, müssen wir am ersten Tag alle auf der Straße stehen. Punkt, aus, Ende. Jawohl! Ja, es gibt ja es gibt ja Länder, in denen das funktioniert. Die stürmen die Parlamente. Ja? Ja. Kann man ja gerne auch ohne Gewalt machen. Ja, es wird sowieso der Weg sein, ohne Gewalt. Ja, wir brauchen einen Weg, wie das Martin Luther King gemacht hat. Also wirklich ein Bürgerrechtler, ein Schwarzer, für den man auf die Straße gehen sollte. Ja? Oder Rosa Park, wo es einfach um Sitzplatz ging. Ja? Oder ein Weg, den Gandhi gewählt hat. Das ist der Weg. Nicht diesen Willkür mit Gewalt begegnen, sondern mit einem passiven Widerstand, wo jedem letztlich klar werden kann, wir stehen auf der richtigen Seite. Wir spalten uns nicht, wir halten zusammen und wir halten zusammen für die richtige Sache. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie ich Demos effizient gestalte oder wie ich auch eine Breitenwirkung kriege. Also ich meine, kürzlich gab es ja dieses Video im Bayerischen Landtag mit der Gasmaske. Ich fand das richtig, richtig geil. Ja? Ja, man muss den Leuten mal diesen Wahnsinn vor Augen führen. Und ich fand es auch super, was die Motorradfahrer gemacht haben. Ja? Die haben einfach gesagt, wir dürfen hier nicht demonstrieren, aber mich kann keiner daran hindern, mit meinem Motorrad auf dem mittleren Ring zu fahren. Und so stand es in der Presse auch drin. Die haben einfach mal diese Stadt hier, die das dringend nötig hat, lahmgelegt. Danke, liebe Biker. Super Aktion. Also da gibt es viele Sachen. Wir haben jetzt in Ulm, haben sie uns jetzt die Donau gesperrt am 20. Juli, wo sonst Sperrmontag ist. Da muss ich halt sagen, naja, dann melde ich halt eine Demo an. Wird noch kommen, also man muss wirklich dann auch versuchen, in die Steine da in den Weg zu legen, wo man uns wahrnimmt, wo man das sieht, wo sie nicht drüber hinwegsehen können. Das ist ganz wichtig, was Demos angeht. Und ja, wir müssen auch alle unser Konsumverhalten anpassen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Wenn ich in der Tankstelle eine Maske tragen soll, dann geht es nur übers Hausrecht, jedenfalls in Baden-Württemberg, dann kaufe ich da eben kein Benzin mehr oder sage, Leute, dann kassiert mich draußen. Man muss es da, wo man die rechtliche Möglichkeit noch hat, so weit ausreizen, wie es nur geht. Ja? Wenn ich Ärzte habe, die Menschen nicht mehr behandeln, weil sie keine Maske tragen, und sie sagen, Herr Doktor, irgendwas, ich gehe nicht mehr zu Ihnen, ich kaufe in der Apotheke nicht mehr ein. Es gibt ja genug Stellen, wo es einfach nur über das Hausrecht geht. Und jeder, der über Hausrecht sein eigenes Recht schafft, der muss ich sagen, ich mache nicht mehr mit, ich kaufe bei Ihnen nicht mehr ein, ich bewerte Sie bei Google, ich werde Sie weiterempfehlen. Danke. Ja? Ich sehe, ich habe noch ein paar Minuten, das ist gut. Ja, wir müssen aber auch Aufklärungsarbeit betreiben. Es reicht nicht, einfach nur auf Demos zu gehen. Es reicht auch nicht, wenn es einige wenige gibt, die das organisieren. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Weil momentan haben wir in Deutschland und auf der Welt einen gewissen Prozentsatz der Menschen, die wirklich aufgeklärt sind. Und diese Mauer, die um uns geht, zu denen, die vielleicht zweifeln, die kippen können, die müssen wir durchbrechen. Und da müssen wir Wege finden, wie kommunizieren wir miteinander, wie vernetzen wir uns. Wir müssen uns aktiv vernetzen, sei es über Stammtische. Wir müssen auch einfach Wege finden, wo man uns nicht zensieren kann. Ja? YouTube, Massenmedien, Zensur ohne Ende. Ja? Das ist schlichtweg der schlechteste Weg. Ja? Was ich nicht zensieren kann, ist ein Briefkasten. Was ich nicht zensieren kann, sind Nachbarn. Ja? Das war vor 100 Jahren ein gutes Mittel und es ist auch heute noch ein gutes Mittel. Ich kann mal zur Zensur was sagen. Also in Ulm, nachher spricht da noch mein Freund Milorad Kristic, dessen Video wurde gelöscht, Professor Kreis wurde gelöscht, der hat hier auch schon gesprochen. Einer unserer Mitorganisatoren, dessen YouTube-Kanal wurde gelöscht. Das sind alles angesehene Bürger, die nichts gesagt haben, was auch nur im Entferntesten dazu dient, zensiert zu werden. Und deswegen müssen wir das teilweise umgehen. Wir brauchen andere Plattformen, wir brauchen andere Medien. Bisschen weg von den wöchentlichen Demos, weil irgendwann kennen wir uns alle. Ja, wir müssen die anderen erreichen. Das ist ein Weg, den wir einschlagen müssen, wirklich auch über Zeitungen. Ich habe kürzlich dann bei mir im Briefkasten auch eine gehabt, durch unsere Organisationen. Das fand ich richtig klasse, weil damit kriegt man die Menschen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir da das angehen, dass wir diese Zensur, diese Massenmedien umgehen
und uns gegenseitig, da wo man die Leute kennt, da habt ihr das höchste Vertrauen. Ja? In der eigenen Nachbarschaft, wo man Leute teilweise aus der Schule kennt, wo man dann sagt, hey, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber doch, das finde ich interessant, was du da machst. Das müssen wir angehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, um die Leute zu erreichen. Noch ein bisschen Psychologie zum Schluss. Ja? Viele sagen ja jetzt, naja gut, die meisten Einschränkungen sind ja aufgehoben. Ich frage mich immer, Leute, ich habe nichts verbrochen. Warum muss man irgendwas aufheben? Warum muss ich Rechte, die mir als Mensch zustehen, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, warum muss ich für die kämpfen und darum betteln? Und dann sagen die Leute, naja gut, die Maske, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Doch, die Maske ist schlimm. Die Maske ist das Thema. Wenn die Maske fällt, bricht das Narrativ zusammen. Ich habe das kürzlich in einem Interview gesagt. Dann bricht dieses politische und mediale Kartenhaus zusammen. Deswegen ist das das Thema. Nicht zu sagen, die Maske ist nicht... Die Maske ist das Symbol der Unterdrückung. Jawohl! Und deswegen muss man hier einfach ansetzen, soweit es irgendwie geht. Ja? Alle miteinander. Und dieser Gesslerhut, der muss weg. Das ist eine reine Unterwerfungsgeste. Und wenn ich dann schaue, dass Frau Merkel nur von einer französischen Journalistin gefragt wird, warum haben Sie eigentlich noch nie ein Foto mit Maske gesehen? Ja, weil sie das nicht braucht. Sie hält ja Abstand. Die Frau geht nicht selber einkaufen, die lässt einkaufen. Und da wird mal kurz ein Foto gestellt. Ja, fotografiert. Oh, Frau Merkel hat auch eine Maske getragen. Und 4 Monate lang hat sich in Deutschland kein Journalist getraut zu fragen, Frau Merkel, warum haben wir Sie eigentlich noch nie mit Maske gesehen? Ziehen Sie das doch Scheißding haben wir selber auf. Die Maske darf nicht zur Gewohnheit werden. Menschen passen sich an sowas an. Irgendwann machen sie das selbstverständlich. Auch wenn sie alleine im Wald spazieren, haben sie eine Maske auf. Da muss ich immer nur den Kopf schütteln. Wen genau schützen Sie jetzt? Sich? Mich, die Natur und diesen Gewohnheitskreislauf, diese neue Realität, die müssen wir durchbrechen. Sonst haben wir irgendwann Verhältnisse wie in anderen Ländern, wo ich eben nicht mehr frei entscheiden kann, was mache ich und was mache ich nicht. Wir sind mündige Bürger, wir wissen selber, was wir tun und wir müssen uns nicht von der Politik bevormunden lassen. Diese staatliche Nötigung, diese mediale Nötigung, das müssen wir durchbrechen. Das ist ganz wichtig. Ja? Wir müssen zusammen dafür kämpfen. Wir müssen kämpfen auch gegen diese Spaltung. Unsere Nationalhymne fängt nicht ohne Grund mit den Worten an Einigkeit und Recht und Freiheit. Genau das brauchen wir. Wir brauchen Einigkeit als Gesellschaft. Wir brauchen einen Rechtsstaat und Recht. Und wir brauchen endlich wieder unsere Freiheit. Ohne Wenn und Aber. Danke München. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Markus. Super gut. Nochmal einen herzlichen Applaus. Bravo! Hoppala. So, und er hat es genau auf den Punkt gebracht. Auf mehrere Punkte. Genau deswegen stehen wir hier für die Selbstbestimmung, für die Freiheit und für unsere Grundrechte. Und immer wieder stehen wir hier und wir werden es zurückerlangen. Ja, wir hatten ja letztes Mal diese Situation mit Limara, die immer YouTube-Videos dreht und die hat einen Polizisten interviewt und hat sich nichts dabei gedacht. Er war total freundlich. Sie hat ihn noch nicht mal gefilmt, sondern wirklich nur... Man hört ihn nur, was er sagt, und er war total nett, hat irgendwas erklärt zur Demo, und jetzt kam aber schon eine Anzeige. Ne? Also ich darf jetzt gar nicht, fällt mir jetzt gerade ein, weil nämlich 2 Polizisten eine Maske aufhaben, einer nicht. Und wenn sie doch verpflichtet sind, dann müssten sie ja alle eine tragen. Und wenn es freiwillig ist, dann haben wir halt auch, dann müssten sie sich halt auch rechtfertigen. So, aber ich darf nicht. Und eine Inspiration für euch heute ist euch sicherlich allseits bekannt, nämlich von Nelson Mandela. Unsere tiefste Angst ist es, nicht ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das wir am meisten fürchten.
Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von mir zu glauben, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin? Aber genau darum geht es. Warum solltest du es nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, dient nicht der Welt. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem. Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein automatisch andere. Dieser Applaus geht hoch zu seiner Wolke. Und ich bin natürlich auch da, um euch wieder ein paar schöne Buchempfehlungen zu geben, weil Begeisterung von André Stern hat mich sehr inspiriert. Und das bedeutet, tut einfach mal wieder das, was ihr in der Kindheit geliebt habt. Das tut gut. Oder Sir Ken Robinson, In meinem Element. Wie wir in unser Element kommen, indem wir das tun, was wir lieben, was uns in den Flow bringt. Sir Ken Robinson ist eine Entdeckung, er wird euch aus der Seele sprechen. Ah, oder kennt ihn jemand? Sehr schön. Und natürlich mein sehr geschätzter Gehirnforscher Gerald Hüther. Ich bin ja selbst Mitglied in der Akademie für Potenzialentfaltung. Ich empfehle sämtliche YouTube-Beiträge von Gerald Hüther, besonders einen, nämlich als Mann ein Liebender werden. Denn der zukünftige Mann wird ein Liebender sein. Was er darunter versteht, seht es euch an. Ich danke euch und mein Name ist Max Schneider. Schaut gerne auf schneidermax.de. Ich werde euch gerne mal bezaubern für Sommerfeste oder ähnliche Events. Ich danke euch. Einen schönen Tag. Vielen Dank, Max, super, du hast wie immer alle Menschen verzaubert und das ist es, immer wieder sich verzaubern lassen, seinen eigenen Zauber in sich wieder leben lassen und ja, sich einfach erfreuen. Und vorhin hat der Markus auch gesagt, die Freiheit will ja jeder haben und ich meine, was uns alle immer wieder verbindet, ist Liebe. Liebe ist das Schönste und das ist das Wichtigste und wir sind alle liebende Menschen. Und da brauchen wir keine Masken, um sich uns vor der Liebe zu schützen. So, als nächstes kommt der Dr. Hook und er möge sich bitte selbst vorstellen. Und here we go. Danke, danke. Kann man mich hören? Ja. Hallo liebe Widerständler, hallo liebe freiheitsliebende und friedliebende Menschen in München. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann. Im Januar hätte ich nicht gedacht, dass ich hier mal stehe. Und ich wollte sagen, ja, es ist schwer, jetzt den Markus Heinz zu toppen. Das will ich auch gar nicht versuchen. Aber nicht drüber gehen, sondern vielleicht ein bisschen weiter gucken, ein bisschen weiteres Umfeld ausleuchten und auch noch ein bisschen tiefer gehen mit dem, was er, zu dem, was er gesagt hat. Soll der Versuch einer Ergänzung sein. Ich bin selber Biologe. Ich habe auch mal in der Impfstoffentwicklung gearbeitet, ein paar Jahre gentechnisch geforscht. Bin dann, wie das Leben so spielt, in die Waldorfpädagogik gekommen. Schule mit aufgebaut und bin in der Ausbildung von Waldorf-Lehrern oder Erziehern jetzt tätig, bin also auch Anthroposoph, stehe ich auch zu. Also ich bin einer der Spinner, Covidioten, die sich hier samstags hinstellen und demonstrieren. Woo!
Also mein Thema soll erstmal die Impfstoffentwicklung sein, dann ein paar Hintergründe dazu und dann möchte ich auch noch was aus Waldorf und aus Anthro-Sicht sagen zu dieser ganzen Geschichte. Also wir hören immer wieder, ich meine, der Markus hat es vorhin auch gesagt, die Pandemie wird dann zu Ende sein, wenn es einen Impfstoff gibt. Das ist das Mantra, was man von Anfang an immer wiederholt hat, immer wiederholt. Es wird einen Impfstoff geben und dann ist vorbei. Also darauf läuft die ganze Geschichte hinaus. Das war von Anfang an völlig klar. Das ist jetzt klar. Die Normalität wird es erst geben, wenn es einen Impfstoff gibt. Das ist natürlich ein Traum. Das ist ein Traum. Impfstoffentwicklung dauert normalerweise 15 bis 20 Jahre. Schnellste Geschichte war der Ebola-Impfstoff. Der hat nur 5 Jahre gedauert. Aber da waren jahrzehntelange Forschungen vorher gelaufen. Und dass wir das in 12 bis 18 Monaten haben werden, also das glaube ich nicht. Allerdings ist die Presse voll. Wir kriegen ja dauernd Meldungen, wie weit die sind, wie schnell das geht. 150 Impfstoffprojekte auf der ganzen Welt. Also wird wahrscheinlich was bei rauskommen. Warum war das bisher so schwierig? Weil sich das nicht gelohnt hat. Es hat sich bisher nicht gelohnt, Impfstoffe zu entwickeln. Es dauert sehr lange. Es ist sehr, sehr teuer durch die Phase 1, Phase 2, Phase 3 klinische Studien. In Phase 3 muss man Zehntausende von Menschen testen. Das kostet viel Geld. Das Risiko ist riesig hoch, dass es nicht klappt. Also gegen MERS oder SARS oder auch gegen HIV hat man aus verschiedenen Gründen seit Jahren keinen Impfstoff. HIV ist jetzt besonders schwierig, muss man sagen. Aber die anderen beiden Coronaviren hat man bisher keinen Impfstoff finden können. Und wenn man ihn dann hinterher hat, dann weiß man nicht, ob man ihn tatsächlich verkaufen kann. Denn wenn dann Post-Marketing nochmal Nebenwirkungen auftreten, kann sein, dass man wieder vom Markt nehmen muss. Also das Risiko ist einfach viel zu groß. Zu lang, zu teuer, zu viel Risiko. Deswegen war das bisher nicht rentabel für die pharmazeutische Industrie. Inzwischen hat sich natürlich das Blatt komplett gewendet. Wir haben das böse Coronavirus. Und jetzt fließen Milliarden und Abermilliarden für die Impfstoffentwicklung in die Industrie. Also die Europäische Union hat in 2 großen Aktionen, hat sie insgesamt fast 15 Milliarden Euro gesammelt für die Impfstoffentwicklung, für die Impfstoffproduktion, Verteilung, Medikamentenentwicklung gegen Covid-19. Also unglaublich viel Geld. Und hier, ich komme aus Tübingen, das Tübinger Unternehmen CureVac, die da ganz vorne sind, die haben mal eben 400 Millionen Euro eingesammelt, fast 400 Millionen Euro. Also ich war auch mal in der Biotech-Industrie, wir waren froh, wenn wir 1,5 Millionen hatten. Es ist unglaublich, was da jetzt an Geld plötzlich fließt. Wer entscheidet das? Ganz wenige Leute. Habt ihr da mitgesprochen? Gibt es da irgendeine demokratische Mitsprache? Nein. Da sehen wir, was uns fehlt. Und was ist, wenn das hinterher gar nicht funktioniert, wenn der Impfstoff gar nicht klappt oder wenn wir, wie der Markus schon gesagt hat, keine Infizierten mehr haben, weil die Pandemie längst vorbei ist? Das stört die Industrie überhaupt nicht, weil die Impfdosen, die 400 Millionen Impfdosen, die AstraZeneca schon garantiert hat bis Jahresende, die werden produziert und die werden auch verkauft. Wer kauft die? Die Staaten. Ist ganz egal, ob die jetzt verabreicht werden oder nicht. Aber natürlich werden sie verabreicht, ja. Wir könnten genauso gut mit Kochsalzlösung spritzen, wenn ich mal ehrlich bin. Teuer verkaufte Kochsalzlösung. Keiner würde merken, dass es nicht schützt, weil wir ja gar keine Pandemie mehr haben, vor der wir uns schützen müssen. Also ich will es aber genau sagen, zumindest nicht in Deutschland. Ja? Zumindest nicht in Deutschland. Wir wissen, dass es in anderen Ländern, in Brasilien, in Mexiko, in Indien, dass es da unter Umständen anders aussieht. Das muss man schon sachlicherweise richtig darstellen. Also trotzdem, diese Impfstoffentwicklung, das ist ein super Geschäftsmodell. Für die Entwicklung wird bezahlt, für den Verkauf wird bezahlt. Wenn es hinter Nebenwirkungen gibt, wird auch vom Staat bezahlt. Und die Patente, wer kriegt die Patente, die dabei entstehen? Selbstverständlich die Industrie. Also die haben überhaupt kein Risiko und produzieren jetzt drauf los. Jetzt muss ich dazu eine Sache sagen, da muss ich jetzt ein bisschen dem widersprechen, was hier auf den Demos oft gesagt wird und auch in unserer Community oft verbreitet wird.
diese neuen Impfstoffe, um die es eigentlich dabei geht, nämlich diese mRNA-Impfstoffe, zu denen sage ich gleich noch was, die sind keine, aus meiner Sicht, ich bin Gentechniker und aus meiner Sicht sind sie keine gentechnische Veränderung des geimpften Menschen. Das stimmt einfach nicht. Weil, wenn das so wäre, schaut mal, da wird mit einem Schnipsel von der Erbsubstanz des Virus geimpft. Ja, also schon eine Genimpfung. Aber wenn das eine gentechnische Veränderung des Menschen sein soll, dann wäre auch die Infektion mit dem ganzen Virus eine gentechnische Veränderung des Menschen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Schnupfen haben, werden wir genverändert. Und das führt die ganze Sache ad absurdum. Das stimmt einfach nicht. Es ist keine genverändernde Wirkung, wird auch nicht vererbt. Stimmt so nicht. Trotzdem ist es eine neue Impfstofftechnologie. Also ich sage das deswegen, weil ich finde, wir müssen auch sauber denken. Wir dürfen nicht einfach irgendwas in die Welt setzen, was nicht stimmt und dann leicht auszuhebeln ist. Nee, aber das ist ja nicht nachgewiesen. Das ist einfach auch naiv gedacht, meiner Meinung nach, von ihm. Trotzdem ist es eine neue Impfstofftechnologie und um die geht es eigentlich. Denn das ist die hat theoretisch folgende Vorteile. Normalerweise, wenn ich einen Impfstoff produziere, dann ist das richtig aufwendig. Das ist ein Verfahren, da muss ich entweder Viren hochzüchten, abtöten oder ich muss Teile von den Viren züchten, reinigen, abtöten. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Man kann nur vergleichsweise wenige Dosen in einer bestimmten Zeit produzieren davon. Und es ist auch schwierig zu transportieren, man muss es kühl halten und so weiter und so weiter. Diese neuen RNA-Impfstoffe, die sind sehr leicht zu produzieren, in riesigen Mengen, sind leicht zu verteilen, werden leicht verabreicht werden können. Und vor allen Dingen, das ist der eigentliche Clou daran, sie sind sehr, sehr leicht auf andere Erreger umzustellen. Also wenn ich das einmal entwickelt habe und gezeigt habe, dass das wirklich funktioniert, dann brauche ich das gar nicht mehr für Covid-19, denn Covid-19 wird wahrscheinlich dann vorbei sein. Aber ich nehme es für Covid-20 und 21 und für die Influenza und so weiter. Ich kann das dann für alle möglichen Dinger, die da kommen werden, jedes Jahr eine neue Sequenz produzieren und weltweit wieder die Leute impfen damit. Und das ist natürlich ein super, super Geschäft, was da jetzt vom Staat, von uns Bürgern finanziert wird. Ob das klappen wird, weiß man nicht. Ja, wir werden sehen, ob die wirklich schützen, diese Impfstoffe. Man weiß jetzt schon, sie können starke Nebenwirkungen haben. Also das müssen wir uns ganz genau angucken, was da passiert in diesem verkürzten Zulassungsverfahren. Jetzt gehen natürlich, wenn man so liest in der Presse, dann hört sich das so an, ja, dann gibt es einen Impfstoff, dann lasse ich mich impfen, dann bin ich geschützt. Das ist überhaupt nicht so. Die Grippeimpfung, also ich weiß nicht, wer von euch Grippe geimpft ist. Es gibt ja viele Leute, die lassen sich jedes Jahr gegen Grippe impfen, ne? Jedes Jahr mit einem neuen Impfstoff. Wenn man das ein bisschen recherchiert, dann sieht man, diese Grippeimpfstoffe, die wirken höchstens in 40% der Fälle, höchstens. Und auch das stimmt so gar nicht, denn ihr kriegt einen Grippeimpfstoff, sagt der Arzt euch, okay, ihr habt 40% weniger Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt eine Grippe kriegt. Aber es gibt andere Grippeviren, die genauso zirkulieren. Und es kann sehr gut sein, könnt ihr in den Zahlen vom Robert-Koch-Institut nachlesen, es kann sehr gut sein, dass ihr zwar mit dem einen Grippevirus, dem H1N1, dass ihr da 40% geschützt seid, aber gegen den H3N1 60% erhöhte Wahrscheinlichkeit habt, dass ihr mit dem infiziert werdet. Also das ist totaler Quatsch, dass das einfach schützt. Das stimmt einfach nicht. Gerade diese respiratorischen Viren, die auf die Lunge gehen, die sind sehr, sehr schwierig mit Impfungen in den Griff zu kriegen. Das muss man sich einfach klar sein. Mich hat das mal interessiert mit diesen Grippeimpfungen. Ich fand das spannend. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Also ich bin Forscher immer noch. Ich forsche immer ein bisschen rum. Ich bin da... Das ist vorläufig, muss ich sagen, ich möchte es trotzdem erzählen. Ich habe geguckt in 30 europäischen Ländern, wie häufig werden die Menschen gegen Grippe geimpft und insbesondere die älteren Menschen über 65, da gibt es nämlich wunderbare Statistiken dazu. Und wie hoch ist die Todesrate von Corona? Verstehen Sie? Ja?
Jetzt kommt dabei was sehr Interessantes raus. Ganz einfach, braucht man einfach nur darstellen. Die Länder, die ihre alten Menschen über 65 wenig gegen Grippe impfen jährlich, also die baltischen Länder, die osteuropäischen Länder, die haben Grippeimpfraten bei den 65-Jährigen und älter von 10-20%. Und alle diese Länder, fast alle diese Länder, haben deutlich geringere Corona-Sterblichkeit. Ja? Während die Länder, die 50, 60, 70% ihrer alten Menschen jedes Jahr gegen Grippe impfen, die haben viel, viel höhere Corona-Sterblichkeit. Es kann sein, das ist kein Kausalzusammenhang, bitte, das muss man sehen, es ist einfach nur eine Statistik, aber es kann sein, dass diese regelmäßige Grippeimpfung einfach unser Immunsystem so schwächt, unser allgemeines, dass wir dann auch für Corona anfällig werden. Also so muss man auch denken. Man kann nicht nur dieses 1-2-1-2, dieses einfach platte Kausaldenken da reinbringen. Und damit bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt, der mir als Biologe sehr am Herzen liegt. Wir haben hier einfach eine Denkweise, die diese ganze Corona-Rechnerei durchzieht, die eigentlich ein Denken ist, was rein kausal ist. Ich denke mir, da kommt ein böses Virus angeflogen, das kommt zu mir, das greift mich an, dann werde ich unter Umständen krank und dann sterbe ich unter Umständen. Also von da nach da nach da, rein kausal gedacht. Stimmt aber überhaupt nicht. Denn das Virus, was eventuell zu mir kommt, das trifft auf mein Immunsystem. Und dann stellt es, kann man sagen, eine Frage an mein Immunsystem. Wie fit bist du, mein Lieber? Und mein Immunsystem antwortet. Und erst aus dem Frage-Antwort-Geschehen, aus dem Resonanzgeschehen zwischen dem Virus und meinem Immunsystem, entsteht überhaupt die Krankheit oder nicht. Das heißt, wir haben nicht eine Kausalität, sondern wir haben ein Resonanzgeschehen, so wie es immer in der Biologie ist. Das eine kommt und wirkt auf das andere und dann wirken die aufeinander. Das heißt, wir haben ganz falsches Denken. Wenn wir das jetzt noch hochrechnen mit Computermodellen, dann kommen wir zu allem möglichen Quatsch, der in der Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt. Also das, was eigentlich biologisch ist, was lebendig, das Leben ist, Frage, Antwort, das wird physikalisch gedacht und interpretiert. Verstehen Sie? Ja? Eine Ebene runtergerutscht. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Thema, was damit zusammenhängt. Das ist nämlich die ganze Kontrolle durch Impfnachweis und Impfpflicht. Also ich glaube, das ist oft, ja, das ist oft genug dargestellt worden, Impfpflicht durch die Hintertür. Ihr wisst, wie das bei den Masern geht. Die Kinder, die nicht Masern geimpft sind, dürfen nicht mehr in den Kindergarten. Krankenschwestern dürfen nicht mehr arbeiten. Erzieher dürfen nicht mehr arbeiten. Und wenn sie trotzdem hingehen, zahlen sie 2.500 Euro Strafe. Also das ist keine Impfpflicht, ja? Bitte? Das ist keine Impfpflicht? Also... Und sagen wir es ruhig nochmal, Herr Söder hat sich für die Impfpflicht ausgesprochen auf der Höhe der Corona-Pandemie. Dann wäre er dafür durchaus aufgeschlossen, hat er gesagt. Und wer hat sich noch dafür ausgesprochen? Herr Habeck von den Grünen. Die Grünen sind, ich habe damals bei den Grünen mit angefangen, vor 40 Jahren, sie sind keine Opposition mehr. Wir brauchen eine neue Opposition in Deutschland, eine wirkliche neue Opposition. Dafür sind wir da jetzt. Und ich sage hier ganz deutlich, für die ganzen Leute, die da vielleicht dann später in irgendwelchen Zeitungen irgendwelche Verrisse schreiben wollen, ich bin absolut kein Impfgegner. Wenn sich jemand impfen lassen will, weil er sich dadurch sicherer fühlt, geschützt fühlt, dann soll er das bitte tun, auch für seine Kinder. Aber ich bin ein absolut dezidierter Gegner von Impfpflicht. Und ich glaube, das gilt für die meisten hier. Also, das ist der Versuch der Kontrolle. Das ist der Versuch zu kontrollieren. Ja?
Es wird versucht, Krankheit zu kontrollieren. Es wird versucht, die Menschen in ihren Bewegungen zu kontrollieren. Wenn wir nicht geimpft sind, werden wir nicht mehr reisen dürfen. Das hat Bill Gates beschrieben, das hat Herr Spahn auch so gesagt. Ja? Und das Ganze, was ist denn das eigentlich? Ich möchte jetzt noch einmal gucken, das Ganze ist, wenn man ein bisschen tiefer guckt, es gibt Leute, die sagen, das ist eine Verschwörung. Da haben sich welche zusammengesetzt, die haben sich das ausgedacht und die wollen jetzt die Weltwirtschaft ruinieren oder was weiß ich. Ich glaube das nicht, ich persönlich. Aber ich glaube oder ich bin sogar überzeugt davon, dass es eine bestimmte Ideologie ist, die dahinter steht. Eine bestimmte Denkweise, ein geistiges Virus, was die Gehirne infiziert. Und dieses geistige Virus, das kursiert seit 20, 30, 40 Jahren oder noch länger und wird immer kräftiger auf der ganzen Welt. Es ist ein Virus der Kontrolle. Es gibt da ein paar Exponenten, das wisst ihr alle, ich sage das auch nochmal, Bill Gates ist da ein Vorreiter. Bill Gates hat mit seiner Organisation weltweit verschiedenste Organisationen aufgebaut oder impulsiert, mitfinanziert. Die Global Alliance for Vaccines and Immunization, die sind dafür zuständig, dass Impfstoffe auf der ganzen Welt verteilt und verabreicht werden. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, also die CEPI-Organisation, die ist für die Entwicklung neuer Impfstoffe zuständig. Die ID2020-Organisation, die ist zuständig für die digitale Identität jedes Menschen und Impfnachweis. Und die WHO macht auch mit, denn die sagt, wann es schlimm ist und wann nicht. Also das gehört alles, ist alles miteinander vernetzt. Das ist ein System, ein weltweites System von und für Kontrolle. Wobei es dann natürlich, das ist ja völlig klar, da geht es um unheimlich viel Geld. Also, und wie kann man Menschen kontrollieren? Haben wir auch vorhin gehört, ist uns allen klar, wenn man ihnen Angst macht, dann lassen sie sich gerne kontrollieren, ja, weil sie glauben, durch die Kontrolle werden sie in Sicherheit gebracht. Ja, das ist ganz einfache Logik. Kontrolle, Angst und Sicherheit, darum geht's. Aber das wissen wir auch inzwischen. Wenn man versucht, an irgendeiner Stelle, wie jetzt mit Corona, mit aller Macht dieses Ding zu unterdrücken, ja, mit aller Gewalt runterzupressen, das lässt sich nicht verhindern. Das Leid, was dadurch verhindert wird, das kommt an anderer Stelle wieder raus. Das kommt bei den Kindern wieder raus, bei den Alten und so weiter. Das ist eine Illusion, dass wir das Leid aus der Welt schaffen können. Und dass wir das Sterben abschaffen können, das ist eine Illusion. Das ist eine materialistische Illusion. Und damit komme ich zu dem, was vielleicht mein wichtigster Punkt ist. Was schützt uns denn vor dieser geistigen Infektion? Vor diesem geistigen Virus? Und ich glaube, dass wir eben sowas wie ein geistiges Immunsystem brauchen. Wir brauchen etwas, das nennt man hier in Bayern einfach einen gesunden Menschenverstand. Wir brauchen ein Gefühl für das, was wirklich ist. Ja? Dass ich mich doch nicht anstecke, wenn ich irgendwo im Supermarkt einkaufen gehe. Das spürt, das weiß man doch. Ja? Das kann ich Ihnen auch ausrechnen, aber das weiß ich auch. Und wir brauchen sowas wie eine innere Verankerung in uns selbst, dass wir unsere Mitte spüren, dass wir bei uns sind, ja, dass wir wissen, das Leben kann auch schwierig und schwer sein und es gibt auch Krankheit und Tod. Es gehört einfach dazu. Und von dieser Innerlichkeit, von diesen inneren, ich möchte sagen, von diesen inneren Kräften, da hat die Politik, da hat die Presse, die Medien, da hat unsere Gesellschaft kaum einen Begriff davon. Aber wir spüren, dass es das gibt. Wir spüren, wir wissen das. Oder ich sage es von mir selber und jeder kann das für sich sagen.
Ich bin überzeugt, ich weiß, jeder Mensch hat ein, so etwas, eine geistige Quelle in sich, eine geistige Kraft, so etwas wie eine innere Sonne. Und aus dieser Sonne raus ist überhaupt erst unsere Würde und unsere Freiheit zu begründen. Wenn wir die nicht kennen, wenn wir die nicht kennenlernen und darüber reden, dann können wir noch nicht mal über Freiheit und Würde reden, dann verwässern diese Begriffe und dann ist sowas wie Sicherheit möglich. Und diese innere Quelle, diese innere Sonne, die ist zugleich unsere Quelle unserer Gesundheit. Das ist die Quelle wirklicher Gesundheit. Da gibt es eine ganze Forschungsrichtung, die nennt sich die Salutogenese, also die Frage, wie entsteht Gesundheit, nicht wie entsteht Krankheit. Und es ist sehr schön beschrieben, erforscht, wenn ihr ein Gefühl habt dafür, dass das Leben Sinn macht, wenn ihr ein Gefühl habt dafür, dass ihr das Leben verstehen könnt und wenn ihr ein Gefühl habt dafür, dass ihr im Leben was verändern könnt, dann macht euch das gesund. Das hat ein amerikanisch-jüdischer Arzt, Aaron Antonovsky, hat das erforscht. Salutogenese, lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man so weit ist, dann kann man sich sagen, ja, warum gibt es denn Millionen und Millionen und Abermillionen von Menschen, die da so die kein geistiges Immunsystem haben? Warum ist es so? Vielleicht ist es auch so, weil sie durch ein Schulsystem gegangen sind, weil sie in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sie einfach diese inneren Kräfte nicht mehr kennenlernen. Wo die Kreativität, die Individualität, die Naturbegegnung, das gemeinsame mit anderen Menschen sein und spielen und Freizeit haben, wo all diese Dinge verschüttet werden und wo wir nur noch die Kinder vor die Tablets setzen. Das ist absolutes Gift. Wir züchten damit einfach den willenlosen, den geistig immunsystemlosen Menschen. Also wir brauchen wirklich, es ist so sichtbar, das ist das Gute an Corona. Das Gute an Corona ist, es weckt uns auf. Das ist das Gute. Ja? Es ist ein unglaublicher Katalysator für die Pharmaindustrie und für uns. Und wir sind hier nicht so viele, aber stellt euch vor, da sitzen vielleicht 10.000 oder 100.000 an den Bildschirmen und die werden das noch alle sehen und wir werden noch viel mehr werden, da bin ich ganz sicher. Also wir brauchen eine andere Pädagogik, wir brauchen eine andere Medizin, eine freiere Medizin, ja? Wer hat denn von den Heilpraktiker, wer hat denn von denen mal in der Corona-Krise gehört? Die sind doch auch alle da. Wir brauchen Vielfalt im Medizinwesen. Ja, wir brauchen eine Freiheit im Bildungswesen. Und wir brauchen auch noch andere Gesellschaftsformen. Wir brauchen mehr demokratische Mitbestimmung, dass dieses Entscheiden von ganz wenigen Leuten über Milliarden von Geldern nicht mehr passieren kann. Wir brauchen mehr direkte Demokratie. Und wir brauchen endlich, ja, wir sind schon auf dem Weg zu einem ökologischeren Wirtschaftssystem, das sind wir, das muss man anerkennen, finde ich, aber wir brauchen auch eine solidarischere Wirtschaft. Wir brauchen endlich das Aufwachen für eine mehr Solidarität. Wisst ihr, französische Revolution, wir brauchen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir brauchen Freiheit für unser Bildungswesen. Wir brauchen Gleichberechtigung in der Politik, Mitmachpolitik. Und wir brauchen Solidarität im wirtschaftlichen und ökologischen. Und dafür, das ist die Chance, dass wir dafür jetzt aufwachen hier. Dass wir nicht nur gegen etwas sind, sondern dass wir für etwas Neues aufwachen. Also, das ist ja eine parteifreie Veranstaltung hier. Deswegen sage ich jetzt nichts zu den neuen Parteien, die sich da gründen.
und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bravo! Vielen Dank, Christoph. Vielen, vielen Dank. Super. Fantastisch, mal von jemandem zu hören, der einfach in dem Metier drin ist. Und ja, wir sind viel ökologischer geworden, was auch sehr wichtig ist. Also biologisches Essen. Wenn jemand Fleisch isst, ich esse kein Fleisch, aber wenn jemand Fleisch isst, wirklich Fleisch, was ein schönes Leben hatte, also Tiere, die ein schönes Leben hatten, ganz wichtig, weil wir sind nicht, also ich glaube, Sklaventum auch für Tiere ist nicht okay. Und ja, also ich glaube, wir brechen zu einer neuen Zeit an. Es wird ein bisschen schwierig und steinig. Wir haben den Marathon gerade und den laufen wir ganz dahin sozusagen und wir lassen uns davon nicht abbringen. Und ja, und deswegen kommt natürlich, weil wir ja immer die Musik auch haben und es geht gerade auch im Hut rum, damit wir den Musikern, die ja normalerweise jetzt überhaupt nirgendwo mehr was verdienen, sondern eigentlich die, die am gelackmeiersten sind, bedauerlicherweise, also irgendwie verstehe ich auch nicht, hat der Markus auch schon vorher erwähnt, dass die Künstler und auch die Kunst ist ja eigentlich eine Bühne für die Menschen und es gab immer schon Schausteller, immer schon. Auch während eines Shakespeares oder während eines Sokrateses, also immer schon. Und die werden jetzt momentan sozusagen eliminiert im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist schon eine sehr interessante Zeit hier. Und da stinken wir dagegen an sozusagen und versprühen mit unserem Stinkduft den Duft der Freiheit. Und ihr wisst ja alle, am 1.8. geht's nach Berlin. Und da ist hinten der Daniel, der stellt uns Busse zur Verfügung. Da können wir in der Früh hinfahren und am Abend wieder zurückfahren. In einer illustren Runde, ohne Masken. Damit es auch absolut desinfiziert ist, gebe ich das gleich mal weiter an den Milorad. Der kommt aus Kroatien. Nicht ganz, aber aus dem ehemaligen Jugoslawien und hat da wohl einiges auch erlebt. Und ich gebe es mal weiter. Er möge sich doch selbst vorstellen. Hallo München. Oder besser gesagt, hallo die mutige Münchener. Die nicht auf das Sofa kleben zu Hause und sagen, das wird schon wieder. Ich bin aus Ex-Jugoslawien, da kommen wir schon noch. Aber tatsächlich bin ich einer, der schwebelt, der ein bisschen Schweizer Dialekt hat. Ich bin in 4 Länder auf 2 Kontinenten zu Hause. Also bei mir ist es so ein bisschen zu kurz gesprungen, mich irgendwo einfach hinzusortieren. Meine Damen und Herren, ich habe mir heute eine Überschrift ausgedacht und der heißt, Regieren heißt heute täuschen, lügen und enteignen. Bravo! Und ich sage das einfach mit dieser Überzeugung, denn all die, die jetzt auf dem Sofa sitzen, lieber oder vielleicht mal mit ihrer also so liebgewonnenen Maske doch shoppen gehen, also dieses Lustgefühl erschließt sich mir ja nicht, aber die werden irgendwann auch begreifen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie früher aufgestanden hätten. Und wenn ich Ihnen sage, und ich will es wirklich nicht allzu dramatisch machen, aber ich komme aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina, damalige Jugoslawien. Und wie Sie wissen, in dem Balkankrieg sind ja sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Ich kann Ihnen aber genau sagen, welche sehr schnell gestorben sind. Das sind die, die einfach träge waren und die gesagt haben, mir wird schon nichts passieren. Die, die sich rechtzeitig bewegt haben, haben überlebt. Ja. Hier in diesem Land haben wir eine unrühmliche Vergangenheit. Da gab es auch eine starke Bevölkerungsgruppe, von der ich ganz große Mitgefühl habe, was hier gewesen ist. Welche von denen sind gestorben? Die haben gesagt, das ist doch unsere Heimat, uns passiert ja nichts. Die sind auf dem Sofa geblieben und sind im Gaskammer gelandet. Es macht Sinn, etwas früher aufzustehen. Meine Damen und Herren, mit der Pflicht mich vorzustellen, ich heiße Milorad Christ, ich bin fünffacher Vater. Seit 34 Jahren bin ich selbstständiger Unternehmer, Buchautor. Meine Zielgruppe ist ausschließlich Mensch mit einem gesunden Menschenverstand. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker.
Mögen Sie mir noch so versuchen, diese zweifelhafte Prädikat anzuhaften. Ich bin es nicht. Ich bin hier. Meine Damen und Herren, ich bin hier, weil ich spüre, dass wir unsere Identität verlieren. Und weil ich mich um Zukunft, um die unsere und unsere Kinder sorge. Nur deswegen bin ich hier. Ich hätte heute auch was anderes zu tun. Hundertprozentig. Meine Damen und Herren, warum werden wir unsere Identität verlieren? Dann schauen Sie sich doch um. Sie haben eine Maske. Wenn Sie Maske haben, dann sehe ich Sie nicht. Sie müssen Abstand halten. Abstand halten heißt einfach, geht auf Abstand. Wir sollen einfach zu einer Masse von Individualisten irgendwann erzogen werden. Zu einer menschlichen Masse, aber nicht mehr zu den Menschen. Und dagegen bin ich. Es sind erkennbar nur wenige Drahtzieher, die mit gut synchronisierter Presse und überschaubarer Anzahl an regierenden Politikern, das möchte ich sagen, das sind natürlich nicht alle, auch alle Politiker sind nicht schlecht. Das sind überschaubare Anzahl an den Politikern, die haben in den letzten 6 Monaten es geschafft, die Weltwirtschaft und die Weltbevölkerung einen irreparablen Schaden zuzufügen. Das nicht zu sehen, muss man blind sein. Hinter dem heuchlerischen Vorwand, das Leben zu schützen, sterben unzählige Menschen, insbesondere Alten. Es werden Kinder beschädigt. Es sind ja über 70%, genau 71% vor 2 Tagen veröffentlicht, die fast irreparable psychische Schäden haben. Das wird alles verschwiegen. Worauf wollen wir unsere Zukunft stellen, meine Damen und Herren? Uns wird hier etwas erzählt von unserem Wirtschaftsminister, von wenigen Prozent Rückgang etc. Die sind für mich ein bisschen fast wie Wahnsinnige. Die wissen ja nicht, was sie reden. Wir haben ja nicht irgendwo 10 und 5% Rückgang. Wir haben in manchen Branchen 90%. Soeben Schausteller auch gesagt, auch das ist eine Branche. 100%. Mittlerweile heißt es aus dieser weisen Köpfe zwischen 13 und 30%. Wow, was für eine genaue Einschätzung. Wir werden in Europa demnächst 45 Millionen Arbeitslose haben, aufwärts, ja. Das heißt, weit über 10% der europäischen Bevölkerung wird nicht im Lohn und Brot sein. Da kann ich sagen, Halleluja, was wir da hingekriegt haben. Massenhafte Gesichtsmaskenproduktion und zahlreiche andere destruktive Wirtschaftszweige sollen unsere Zukunftsstrategie sein. Unser recht gewichtiger Wirtschaftsminister kümmert sich um die Produktion von Masken, ist übrigens ein Hellseher. Er weiß, dass wir Milliarden von Masken brauchen werden und das soll die Zukunft in Deutschland sein. Meine Damen und Herren, das sind keine Wirtschaftsfachleute, das sind volkswirtschaftliche Idioten. Ja. Ich weiß, dass diese Bezeichnungen sehr hart sind, aber lieber Wirtschaftsminister und Co., es geht bei einer Volkswirtschaft nicht nur um Gewinn und Verlust. Volkswirtschaft berechnet sich anders. Da gibt es ja ganze Ressourcen, Bevölkerungsentwicklung etc. Da ist es, dass Deutschland ist nicht eine GmbH und Co. KG. Deutschland ist ein Land. Und deswegen, Volkswirtschaft sieht anders aus. Und wenn jemand glaubt, dass er mit dieser destruktiven Wirtschaft irgendetwas anrichten kann, nein, er wird es nur zugrunde richten. Ich bin, meine Damen und Herren, mit 15 Jahren bin ich in dieses Land gekommen. Aus einem Land, wo der Staatspräsident damals Josip Broz Tito hieß. Und der deutsche Bundeskanzler hieß Willy Brandt. Und ich erwähne diese 2 Namen, weil das ein Teil meiner Geschichte. Ich war stolz auf diese beiden Staatsmänner und das bin ich mit ganz kleinen Abstrichen heute noch. Auf beide. Und ich sage Ihnen, dass es durchaus wichtig ist. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung eines Landes mit ihrer Staatsführung identifiziert. Das sind die Leuchttürme für die Menschen. Weil wer will schon Mitglied in einem Staat sein, wo man sich mit dem Staatschef nicht identifizieren kann? Das ist nun mal so. Und ich war stolz. Ich war stolz auf beide Politiker. Nur frage ich mich, meine Damen und Herren, wie viele sind noch wirklich? Für wie viele ist wirklich die Merkel als Bundeskanzlerin und der Söder als Ministerpräsident Freistaat Bayern der Leuchtturm? Ich frage mich, wie viele richten sich nach diesem Leuchtturm? Ich glaube fest daran, dass von diesem Leuchtturm falscher Weg gezeigt wird. Denn die sich danach richten, am Ende werden sie wahrscheinlich an den Klippen der Wahrheit zerschellen.
dann ist es aber zu spät. Der Licht, das Licht der Wahrheit, meine Damen und Herren, ist das einzige sichere Weg. Bei Merkel, Söder, Spahn und Co. ist in dieser Zeit wenig Wahrheit zu finden. Man könnte in kochendem Wasser mehr Eiswürfel finden als Wahrheit bei diesen Herrschaften, wenn sie über Pandemie reden. Mir ist es vollkommen bewusst, dass das nicht die Mehrheitsmeinung ist. Das weiß ich. Auch ihr seid nicht die Mehrheit. Aber ich bitte Sie, seit wann ist die Mehrheit eine Bemessung für die Wahrheit und für die Richtigkeit? Wenn aber der Söder, Merkel und Co., wenn sie die Mehrheit hinter sich haben, dann sollen sie wenigstens etwas begreifen. Sehr geehrter Herr Dr. Söder, sehr geehrte Frau Dr. Merkel, dann begreifen Sie, dass Mehrheit zu haben kein Privileg, sondern eine Verantwortung ist. Sie sind verantwortlich für die Menschen, die jetzt im Sessel sitzen und sagen, das wird schon gut. Für die sind Sie verantwortlich, für mich vermutlich nicht und für Sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Es ist Mitte Juli 2020 und diese Herrschaften sagen immer noch, das wissen Sie ja, wir stehen am Anfang der Pandemie. Das ist klasse, meine Damen und Herren. Lieber Frau Merkel, Herr Spahn, lieber Herr Söder und viele andere, die diese Unsinn nachplappern, ihr habt in der Physik nicht aufgepasst. Jeder Anfang ist kurz. Danach folgt eine Phase des Geschehens. Die kann sehr lange sein und der Ende ist auch relativ kurz. Aber bei euch, ihr habt eine politische Definition für den Anfang und der ist anscheinend unendlich lang. Wir stehen immer am Anfang. Unangefochten sind diese Herrschaften Meister der Rhetorik. Für sie sind beispielsweise Verluste Negativerträge. Für sie sind Zwangsabgabe Negativzinsen. Ihre Gehälter übrigens nennen sie vorzugsweise Diät. Damit sollen wir den Eindruck haben, dass die Diät machen und ständig den Gürtel enger schnallen. Das ist eine Verarschung. Entschuldigung. Bravo! Bravo! Super. Meine Damen und Herren, das Einzige, was diese Herrschaften erfolgreich tun, und das kann ich mit einem gesunden Menschenverstand, mit einer guten Dioptrin, kann ich feststellen, das Einzige, was sie erfolgreich tun, sie bauen Angst und Schulden auf. Da sind sie erfolgreich. Deren Regierungsformel ist einfach, aber die funktioniert. Und da ziehe ich den Hut. Die heißt nämlich Zuckerbrot und Peitsche. Jawohl! Ein bisschen lockern, dann wieder etwas drohen. Dann haben wir Angst, das zu verlieren. Dann schließen wir hier und da was, um zu zeigen, guck mal, dir kann es auch so gehen, wenn du nicht brav bist. Ja? Immer die Spannung aufrechterhalten. Immer den Zeigefinger oben und sagen, mei, wenn du dich nicht richtig verhältst, dann passiert was. Das ist Angstmacherei und das ist schlimm. Doch nicht nur das, meine Damen und Herren, Sie entschuldigen mich, ein bisschen Gas geben. Nicht nur das, diese Menschen outen sich als Hellseher. Denn sie können die Zukunft voraussehen. Das finde ich spannend. Ich will nur daran erinnern, an diese Hellseher, dass die uns in Deutschland mehrere Millionen Tote vorausgesagt haben. Die sind irgendwie ausgeblieben. Ja? Dem Himmel sei Dank sind sie ausgeblieben. Aber gerade hat man festgestellt, da sind ja gar nicht da. Die wollen irgendwie gar nicht sterben. Dann hat der Chef-Virologe Drosten gesagt, die zweite Welle kommt in 2 Monaten. Irre, was der Mann alles kann. Also ein Virologe, dessen Welt spielt sich im Reagenzglas ab. Das heißt, alles seine Weltbild ist auf Mikroskop beschränkt. Und der macht jetzt plötzlich die Weltplanung. Schlimmer geht's nimmer. Es geht aber noch schlimmer. Es ist Tatsache, der Söder sagt, ich weiß 100%ig, die zweite Welle kommt. So deswegen frage ich hier in Bayern, frage ich den Herrn Söder, woher weißt du das so genau? Denn
Wer etwas zu hundertprozentig sicher weiß, entweder ist er selbst Täter oder ein wichtiger Mittäter. Anders kommen wir zu einer Hundertprozentigkeit nicht. Doch, es gäbe eine Einschränkung, wenn jemand so blöd ist, dass er unüberlegtes Zeugs redet, aber das will ich in aller Respekt dem Herrn Söder nicht unterstellen. Deswegen, meine Damen und Herren, gibt es viele Menschen, die Ihnen diese Scheinheiligkeit nicht mehr abnehmen und glauben, dass Sie eben doch am Ende möglicherweise bewusst oder unbewusst eine vorgegebene Agenda folgen. Weitere politische Hellseher wie Merkel, von der Leyen, Spahn, die wissen sogar, dass die Pandemie erst dann zu Ende ist, wenn wir einen Impfstoff haben. Was für Hellseher! Das, ich war immer fasziniert und ich bin ehrlich, ich fühle mich beleidigt in der Intelligenz. Die ist vielleicht in meinem Fall nicht so besonders hoch, aber hoch genug, dass sie beleidigt werden kann. Genau genommen frage ich konkret, für wie blöd haltet ihr uns? Ich frage mich, sind das regierende Politiker oder Pharmavertreter? Ich habe viele Pharmavertreter, ja, Entschuldigung, ich habe viele Vertreter gesehen und auch beschäftigt. Ich weiß, der Vertreter redet sich um Hals und Kragen, wenn es darum geht, dass er einfach seine Provision einkassieren kann. Das hat mich immer ein bisschen angewidert an diesen Menschen, weil er immer große Probleme auch in meiner Firma, wenn ich diese Zunft aber in der Beschäftigten festgestellt habe. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass wir dort, wo wir die Parlamente verfügen, das ist eine Vertriebsorganisation, die sich dort zur regelmäßigen Sitzung zusammenbringt. Uns wird, wie Sie wissen, immer noch die unsägliche Maskenpflicht aufgezwängt. Und das für eine Krankheit, die zu deutlich über 85% ohne jeden Symptom verläuft. Damit das Angstlevel ganz oben bleibt, beschreibt uns die politische Führung, speziell jetzt wieder der Herr Söder, in respektloser Art immer wieder zur besten Sendenzeit, wie qualvoll die Menschen sterben. Das ist unethisch. Ich habe den Herr Söder erst vor kurzem in Bayern 3 im Interview gehört, der sehr bildhaft beschrieben hat, wie die Menschen, die infiziert sind, wenn sie sterben, wie sie sterben, ersticken und so weiter. Meine Mutter ist mit 93 Jahren alt gestorben und ich glaube, sie ist glücklich gestorben. Aber wenn ich Ihnen jetzt Ihre letzte anderthalb Stunde Ihres Lebens beschreiben würde, würden Sie Gänsehaut bekommen. Es ist immer irgendwie schrecklich, wenn die Menschen sterben. Das müssen wir nicht beschreiben, schon gar nicht einem Millionenpublikum. Aber wir sollen die auch nicht in den Tod treiben. Es ist weiterhin sehr, sehr interessant, dass die Angstmacherei, das habe ich als Mainstream-Medien in den letzten Wochen und Monaten entnehmen können, Angstmacherei wird denen vorgeworfen, die sich um Aufklärung bemühen. Das ist schon sonderbar. Diese Menschen bezeichnet man heutzutage als rechtsradikale Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht in Ordnung. An dieser Stelle, an den Stellen, wo alle Diffamierungsversuche versagen, heißt es plötzlich, ich darf mich auch mal verlesen. Übrigens, man hat mir mal gesagt, lass die Papier weg, du kannst nicht lesen, du kannst nur reden. Da kommen ja immer diese Totschlagargumente, ja, wie eben dieser Rechtsradikalismus und so weiter. Das sind wir nicht, ich sehe keinen einzigen. Unser Gesundheitsminister Spahn sagt vor wenigen Tagen aller Ernstes, den Namen von Professor Bhakti nie gehört zu haben. Er weiß nicht, wer das ist und er hört den Namen zum ersten Mal. Das ist immer so, meine Damen und Herren. Wenn Sie eindeutig überführt werden, die Unwahrheit gesprochen zu haben, holen Sie Ihre rhetorischen Totschlagargumente aus und dann heißen diese in der heutigen Zeit, hören Sie einfach gut hin, wenn Sie sie hören, wir befinden uns in einer Lernphase und in dieser Situation weiß niemand alles zu jeder Zeit. Einverstanden, einverstanden. Nur wer lernen und nichts weiß, kann erst recht nicht die Zukunft voraussagen.
Und er soll keine Versprechungen machen, sondern soll sagen, ich befinde mich in einem Lernprozess und wenn ich gelernt habe, dann werde ich euch mehr sagen. Nein, er lernt und sagt Zukunft voraus. Halleluja. Meine Damen und Herren, Sie versprechen uns körperliche Unversehrtheit und stützen sich dabei auf das Grundgesetz und gleichzeitig verstoßen Sie ohne Wenn und Aber gegen den ersten Artikel die Würde des Menschen unantastbar. Man kann ein Buch nicht nehmen und wenn er so klein ist, erst recht nicht und sagen, dieser Artikel nehme ich aber die vordere, überspringe ich. Das ist einfach ebenso unredlich. Niemals kann eine Regierung seinen Bürger körperliche Unversehrtheit garantieren per Verordnung. Wenn also unsere Regierung uns sagt, es geht um unsere körperliche Unversehrtheit, dann müssen Sie sofort Straßenverkehr einstellen. Weil nachgewiesenerweise kann jeder von uns zum Tode kommen im Straßenverkehr und der ist geregelt und der ist amtlich zugelassen. Nun haben wir immer wieder die spannende Frage, gerade jetzt, woher kommen anderorts so viele Infizierte? Ja, das ist in der Tat, also meine Vorredner haben es ein bisschen angekündigt und da sollen wir auch mit Respekt voll umgehen. Aber trotz alledem, meine Damen und Herren, ganz einfach, wenn mehr getestet wird, wenn aber vielfach Tests verwendet werden, die gar nicht medizinisch zugelassen sind, wenn die Ergebnisse fehlerhaft sind, dann müssen Sie damit testen und Sie haben automatisch mehr positiv getestet. Das ist einfach so. Die Frage müsste lauten, gibt es mehr Kranke oder noch wichtiger, gibt es mehr Tote? Nachweislich werden sowohl Corona-Kranke als auch Corona-Tote unwissenschaftlich, also unwahr und falsch ermittelt. Wer Corona-positiv getestet wird heute, wer sich am Nachmittag aufhängt, der ist vermutlich am Atemnot erstickt und ist ein Corona-Toter. Bei so viel Unsinn ist es schwer verständlich, warum die Mehrheit immer noch unter den künstlich erzeugten Last der Angst duckt und wissenschaftlich unumstrittenen Daten und Fakten wenig Beachtung schenkt. Das ist wirklich beängstigend. Das ist plurale Ignoranz, meine Damen und Herren. Das erleben wir in diesem Land. Auf der anderen Seite, viele Politiker glänzen mit geballte Ahnungslosigkeit. Ich habe mit Abgeordneten gesprochen. Ja? Ich habe mit Leuten, die haben versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich habe festgestellt, die wissen nichts. Ich habe mit Präsidenten, ich habe mit Regionspräsidenten gesprochen. Die sind voller Angst. Die haben keine Ahnung. Ja? Die haben nur eins. Die sonnen sich in ihre Arroganz der Macht. Das ist das Einzige, was sie machen. Natürlich sind nicht alle ahnungslos. Die spannende Frage ist doch, am Ende, und das sage ich jetzt einmal in eigene Sache, ob wir am Ende doch nicht mit ein paar intelligenten Psychopathen regiert werden. Harte Worte. Wahre Worte! Natürlich ist das Wort Psychopath, ist ja aufgeschlüsselt. Psychopathen werden Menschen bezeichnet, die unter anderem unfähig sind, Mitgefühl zu empfinden oder Empathie zu haben. Ich habe auf der Rückkehr von meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, das heißt übrigens Verkaufte Demokratie, das ist jetzt keine Werbung, nur auf diesen prägnanten Satz. Da steht drauf, durch die sogenannte demokratische Struktur gelangen intelligente Psychopathen in die politische und wirtschaftliche Führungspositionen. Je höher sie aufsteigen, desto gefährlicher werden sie. Solche soziale Raubtüre sind unersättlich und käuflich. Schätzungsweise 2013 geschrieben, 2014 veröffentlicht. Nun bilden Sie Ihrem eigenen Meinung nach haben Sie jemals zuvor, also da hat mir jemand das falsch aufgeschrieben, jetzt kann ich nichts dafür, ja. Haben Sie also jemals zuvor so fröhlich wirkende Politiker gesehen, wie in den letzten Monaten, wenn Sie uns Ihre Botschaften verkünden? Ja. Meine Damen und Herren, das ist für mich ein erschreckendes Zeichen. Warum? Ich schaue in die Gesichter der Menschen. Ich habe gelernt, mit Menschen zu arbeiten. Ich schaue denen in die Augen. Sie haben heute interessante technische Möglichkeiten. Nehmen Sie Bilder, zoomen Sie das Gesicht, schauen Sie die Augen. Sie werden teilweise erschrecken. Sie sehen in diese Augen alles. Aber wenn ich diese Menschen gesehen habe, ich muss den Namen gar nicht mehr nochmal erwähnen, wenn sie sich da hinstellen und ihre Mundwinkel nach oben zittern,
Also immer zum Lächeln, ja, und die verkünden wieder Lockdown hier, Maskepflicht da und so weiter, dann frage ich mich tatsächlich, ob ich 2014 mit diesem Zitat auf meinem Buch doch nicht recht habe. Diese Menschen genießen es förmlich, die unbegrenzte Macht über ihre Untertanen zu genießen. Aber es geht noch schlimmer. Für den CDU-Generalsekretär Zymiak ist Maske tragen sexy. Also ich hab wirklich weder vor, ihn zu fragen, noch interessiert mich, welche Vorliebe sexuelle Art er hat, aber die sind fragwürdig. Es kann nämlich weder wissenschaftlich noch medizinisch belegt werden, dass diese einfache Lappen, das wir über das Gesicht tragen, uns oder irgendjemand effektiv schützen, die behaupten sogar, sie schaden. Es sind keine Schutz, es sind Schmutzmasken und es ist vor allem ein kollektiver Maulkorb. Damit soll unter anderem die Ausbreitung von der Pandemie verhindert werden. Gleichzeitig veröffentlicht diese Woche die CDC, also die amerikanische Seuchenschutzbehörde, eine Stellungnahme, wo sie sagen, dass wenn prozentuale Anteil der Toten im Verhältnis zu den positiv Getesteten weiterhin fällt, dann ist die Grundlage von Pandemie weg. Das ignorieren unsere Politiker. Davon hören sie nichts. Weil das ist wieder der böse Trump. Ja. Egal, unsere Politiker können lügen, ohne rot zu werden. Also eine, wo ich das mir notiert habe, ohne rot zu werden, dann ist mir eine Dame eingefallen, da bin ich nicht mehr weggekommen. Sorry. Ich sage Ihnen noch etwas dazu. Erstmal zum Söder. Der Söder war in einem Interview vor wenigen Tagen stolz und zufrieden, wie zivilisiert die Demonstranten gegen Rassismus verlaufen sind. Und meiste haben ausreichend Abstand gehalten und Masken getragen. Halleluja. Meine Damen und Herren, hat der Söder andere Demos gesehen als ich? Sind das am Ende Notlügen? Muss man das vielleicht so sagen? Aber warum? Was für Not hat er? Gut, möglicherweise hat er irgendwelche Familienmitglieder, die Maske produzieren oder sonst was. Aber dann, meine Damen und Herren, beobachte ich Folgendes, gerade in der letzten, das hat mit unserem Thema direkt ja nichts zu tun, aber interessant. Vor einigen Jahren, die gleichen Politiker haben die Taliban als rückständige Monster bezeichnet, weil sie historische Statuen und Kultstätte zerstört haben. Wer aber heute Statuen in westliche Welt einreißt, das sind die guten Menschen, die haben wohlwollende Verständnisse auf der anderen Seite. Und das ist Doppelzüngigkeit. Ich sage weder, dass die Talibanen gut sind, noch dass die schlecht sind. Nein, aber in beiden Fällen ist es falsch. In beiden Fällen wird Geschichte getilgt. In beiden Fällen sollen wir nicht sehen, wo wir herkommen. Mir ist übrigens kein zweites Land bekannt, in dem so viele Menschen und insbesondere Politiker eigenes Land hassen. Das muss ich schon sagen. Wenn also unsere Bundestag-Vizepräsidentin, die kann schon mal in eine Demo, eine große Demo hinter dem Transparent herlaufen, wo draufsteht, Deutschland, du Stück Scheiße. Das ist, ich weiß nicht, ob sie Volksverräter ist, ich weiß nur, dass nach meinem Rechtsverständnis müsste diese Person alle Ämter entzogen werden in diesem Land. Das ist aber nur mein Verständnis, aber ich verstehe offensichtlich viel zu viel nicht so richtig. Ja? Übrigens, sie kann als Umweltikone ihre Dienstlimousine 2 Stunden in Berliner Straßen in der zweiten Reihe stehen lassen mit dem Chauffeur, während sie in einer Nobelpizzeria ist. Jetzt können Sie sagen, wo haben Sie das her? Ich war in der Pizzeria mit drin. Meine Damen und Herren, ich habe mich fremd geschämt. Ja? Derjenige, der mich dorthin gefahren hat, eine halbe Stunde Parkplatz gesucht, weil dort wirklich kein Parkplatz ist, aber sie lässt das Auto A8 in der zweiten oder dritten Reihe stehen mit dem blubbernden Motor. Der Fahrer darf sie nicht entfernen und sie speist in aller Ruhe. Die erzählen uns noch was über CO2 und Planetenuntergang und so weiter. Merkel, Spahn und insbesondere Söder verhalten sich so, als ob sie Staatsgetragene sind. Staatstragend sind, sorry, die sind nicht staatstragend, die sind vom Staat getragen. Weil staatstragend ist das Volk, sind die Menschen.
Die Entscheidungen in diesem Land, habe ich das Gefühl, werden längst an die sogenannte überparteiliche oder überstaatliche Organisationen übergeben. Das sind nichts anderes als die NGOs oder die Nichtregierungsorganisationen zu Deutsch, die vorzugsweise von den Superreichen, sogenannten Philanthropen, finanziert werden. Beobachten Sie das Ganze und Sie werden feststellen, in der letzten Zeit heißt es immer, nach Meinung der WHO und der UNO und EU, mit Verlaub, EU ist NGO, EU ist kein Land, EU ist kein Staat, das ist ein Vertragskonstrukt. Ja? Also das ist eine Nichtregierungsorganisation und diese Begriffe überparteilich und überstaatlich, die stammen nicht von mir, sondern von Henry Kissinger. Der hat das irgendwann einmal gesagt vor einem Jubiläum, da habe ich, kann ich jetzt nicht genau sagen wo, aber genau so hat er sich ausgedruckt. Der hat gesagt, wir, also er, Brzezinski, Soros und Co., ja, also das meinte er, wir sind nicht Mitglied einer Partei, wir agieren überparteilich und überstaatlich. Das heißt, die Menschen sind so frech, die sagen es uns sogar ins Gesicht, was sie tun, aber wir sind so, Entschuldigung, dämlich, dass wir denken, naja gut, es wird schon gut gehen. Also meiner Wahrnehmung nach sind die Nationalregierungen, insbesondere auch die deutsche, irgendwo so degradiert worden zu der unteren Vollzugsbehörde. Ja, also das setzen das um, was vorgesagt worden ist. Wir sind, meine Damen und Herren, möglicherweise in der dunkelsten Periode auf dieser Erde seit der Ermordung von Jesus Christus. Auch das, ja, niemand will sagen Ermordung, wir sagen gepflegt Kreuzigung. Der wurde umgebracht. Und trotzdem bin ich sicher, wir werden diese, oder muss sagen, auch diese Tyrannei aushalten. Wir haben jetzt so etwas wie Tyrannei der Wahrheit. Das heißt, das, was dort gesagt wird, ist die unumstößliche Wahrheit. Wer das betreibt, betreibt Tyrannei. Da kommen wir auch durch. Unabhängig davon, ob wir viele oder wenige sind, hier oder woanders, ob wir Minderheit oder Mehrheit sind, wir werden uns den dunklen Kräften nicht ergeben und wir werden diese Zeit erfolgreich durchstehen, weil wir auf unserem Weg das Licht haben. Weil wir wollen keine Gewalt, wir sehen keinen einzigen Gewalttäter, weil wir nach Freiheit streben und die Wahrheit lieben. Und meine Damen und Herren, zum Schluss des Satzes, weil wir keine Angst haben von dieser offensichtlich sehr starken diabolischen Kräfte, wir haben davon keine Angst, weil wir jedem Menschen Frieden wünschen und Glück. Ich danke Ihnen. Wow, vielen Dank. Vielen Dank, Milorad. Fantastisch. Ja, genau das ist es. Wir sind Menschen, die das Ding sehen und egal wie viele wir sind. Und ich meine, wir hatten vorhin schon unseren Martin Luther King. I have a dream. Und genau dieser Dream ist, dass wir wieder frei werden, dass wir auch das Zepter in die Hand nehmen, weil wir das Volk, wir sind das Volk, wir sind auch diejenigen, die die Politiker sozusagen wählen. Und dann muss man halt vielleicht ein anderes System machen, wo die Politiker wirklich sukzessive gewählt werden und sie dürfen, wir müssen eine Staatenteilung haben, Judikative, Exekutive und Legislative, die nicht miteinander irgendwie verbandelt sind. Also das ist einfach, wir müssen hier verändern. Und Veränderung war am Anfang immer schwer. Aber wenn einmal der Stein ins Rollen kommt, dann rollt er. Dann rollt er für die Freiheit. Lili, super. Vielen Dank. Klasse. So, als nächsten Redner haben wir den René. Sag mal, wie lange geht denn das? Und der Robert von 10 übernimmt. Bis 12. Tja. Und wahrscheinlich haben die alle so überzogen. Here we go. Er erzählt so ein bisschen über den Strick. So, geht das? Oh, irgendwie bin ich zu. Jetzt. So. Ja, so schnell kann es gehen, gell? Schwuppdiwupp stehe ich auch vor dem Mikrofon. Ja, der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen.
vor ein paar Wochen war ich nochmal da bei der großen Beilagscheibe da unten. Kommt ihr nach und ich habe damals schon erzählt, ich gebe ab und zu mal gerne Streeck und Heinsberg ein im Internet. Ziemlich interessant, was man so findet. Ich kann aber allen empfehlen, Osnabrücker Zeitung und Streeck einzutippen. Da findet ihr ein Interview, in dem er verdammt deutliche Worte findet. Aber ja, mach nicht mal. ARD und ZDF, NTV oder sonst so. Und dann gibt es da eben noch eine Studie, einen zweiten Teil. Ich weiß nicht, ich habe beim letzten Mal schon gefragt, ob davon irgendeiner mal was gehört hat. Weil er hat ja eine riesen Studie gemacht. Leider ist er der Einzige, was ich ja sehr verwunderlich finde, weil wie kann es sein, dass so eine verheerende Pandemie hier in Deutschland wütet, die uns alle dahin rafft, also ich kenne auch noch keinen Toten, und es gibt keine Studien. Oder es gibt eine einzige. Und die wird kritisiert, nicht an ihrem Inhalt, sondern wie sie veröffentlicht wurde. So, wenn ich jetzt so ein Politiker bin und mir passt es nicht, was der veröffentlicht, dann wäre es doch für mich eigentlich ein leichtes, ich mache nochmal eine Studie und widerlege ihn. Aber da passiert nichts. Gar nichts. Was gibt es alles für Studien über Handystrahlung und Rauchen und Gedöns und was der Teufel was? Tausende, ach, zig Studien über ein Thema. Der eine sagt das, der andere sagt das. Der eine sagt das, der andere sagt das. Wir kriegen sie es hier richtig. Aber hier sehe ich gar nichts. Wo sind die Studien? Aber man hängt sich an dieser einen auf und probiert sie schlecht zu machen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Teil, der so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. So, und zwar heißt es da, Coronaviren im Quarantänehaushalt. Im Duschwasser, nicht in der Luft. Hoppala. Ah, wir freuen uns auf den Mundschutz. Die Proben wurden PCR-Test. So, jetzt da. Auf Erbgut des Coronavirus getestet. Die Virenbelastung in der häuslichen Umgebung war erstaunlich niedrig, obwohl von den 43 getesteten Erwachsenen 26 SARS-CoV-2 positiv waren. Also wir haben in einem Haushalt nachgeguckt, oder im Haushalt nach. Wollen wir noch weitermachen? Ich glaube, da kommt nichts mehr Neues. Das ist auch, glaube ich, der letzte Redner. Und uns will man erzählen, wehe, du stehst in der U-Bahn neben irgendjemandem, da könntest du tot umfallen. Maske aufsetzen. Hoch mit dem Lappen. Die testen in einem Haushalt, in dem nachgewiesen Infizierte wohnen. Und das Ergebnis ist erstaunlich wenig zu finden. Am meisten Viren wies das ablaufende Wasser aus Dusche und Waschbecken auf. Ja, hallo! Also, was lernen wir jetzt daraus? Nicht mehr am Abfluss nuckeln? Und nach dem Duschen die Füße desinfizieren? Also, so lese ich das hier. So, das wird noch ein bisschen lustiger. Das Toilettenwasser war in 10% der Proben Viren belastet. Also in 10%, also nochmal, sie testen in Haushalten, in denen Infizierte wohnen. Die stecken ihr Stäbchen in die Kloschüssel und finden in 10%, da ist auch noch was drin. Ja, klar, wenn da irgendein Infizierter wohnt, dann pinkelt der vielleicht auch noch Corona aus. So, was lernen wir jetzt daraus? Jetzt weiß ich, warum die ganzen Bars und Diskotheken geschlossen sind. Da muss man erstmal drauf kommen. Wir dürfen nicht mehr aus dem Klo trinken, wenn wir besoffen sind. Darum ist das anscheinend alles zu. Also, Klodeckel zu. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, durch die Klospülung könnte das Coronavirus bis zu so und so viel Meter durch die Gegend gewirbelt werden. Ja, ich dachte, sag mal, Jungs, ihr habt es echt unglaublich. Also, gut, wir lernen daraus, Klodeckel zu, die Katze muss woanders austrinken und wir, wenn wir besoffen sind,
beim Fenster raus, ne? Weil wir haben ja gerade gehört, im Abwasser, also in der Dusche, da kann jetzt auch niemand einkotzen, weil da ist ja auch der Coronavirus. Oder, also man könnte ja wirklich einen Blödsinn draus machen bis zum Umfallen. Naja, gut. Dann, von den getesteten Oberflächen, ja, jetzt wird es doch richtig spannend. Wie sind lediglich, also wie gesagt, nochmal, die Testen in einem Haushalt, in dem Infizierte wohnen. Also nicht deiner, sondern da, wo die Halbtoten rumschwirren. Weil die müssen ja, naja, gut. Also von den getesteten Oberflächen, wie sind lediglich etwas mehr als 3% Erbgut von SARS-CoV-2 auf? 3%, wow. Zwei Türklinken, eine Fernbedienung und eine hölzerne Arbeitsplatte. In einem Haushalt, wo Infizierte wohnen. Wow. Die geringe Anzahl bestätigt die Erkenntnis, dass die Schmierinfektion durch die Berührung von Gegenständen eine untergeordnete Rolle bei der Verbreitung des neuen Coronavirus spielt. Weder auf Lebensmitteln noch auf Kleidung oder Pflanzen fanden sich in den Quarantänehaushalten Erreger. Ei. So, und jetzt die Raumluft. Die Raumluft brachte ausschließlich negative Ergebnisse. Hallo? Die Raumluft in Quarantänehaushalten brachte ausschließlich negative Ergebnisse. Das ist insofern erstaunlich, weil die Ansteckungsgefahr durch Aerosole in geschlossenen Räumen als besonders hoch gilt. Die Luftproben wurden in Spezialgeräten genommen, die in der Mitte des Raumes am häufigsten, die in der Mitte des am häufigsten genutzten Raumes aufgestellt waren. Es gab nirgends einen Luftaustausch durch Klimaanlage oder sonstiges, also die Luft stand da drin, nicht so von wegen. Aus der Studie geht nicht hervor, weshalb alle Luftproben virenfrei waren. Also Sie können es nicht erklären, aber komm, zieh mal halt im Rewe und sonst wo, Spar, oh scheiße, jetzt habe ich es angefangen, gell? Alle anderen auch, Aldi, Co. Schön brav am Mundschutz auf. Auch wenn der Herr Streeck in Quarantänehaushalten nichts in der Luft findet. So, ob die entdeckten Viren noch ansteckend waren, konnten die Forscher nicht herausfinden, also da, wo sie was gefunden haben. Der Versuch, SARS-CoV-2 aus den Proben im Labor nachzuzüchten, gelang in keinem einzigen Fall. Also, sie haben Leichen gefunden. Es war noch nicht einmal zum Nachzüchten. Also wie soll mich das irgendwie anstecken? Ja, Herrgott nochmal, geht's noch? Und das ist es. Warum finde ich sowas Richtung 20.15 Uhr, wenn der dämliche Lauterblach, Entschuldigung, also langsam fällt mir wirklich nichts mehr Besseres ein, irgendwelchen Schmarrn von Aerosolen umeinander schwurbelt, die stundenlang in der Luft rumschweben. Dann erzähl uns doch mal sowas. Haben wir ja schließlich auch von unserem Geld bezahlt. Und noch was zur Verhältnismäßigkeit. Schauen wir schnell. Ja, zur Verhältnismäßigkeit dieser Tests. Das schwirrt mir immer irgendwie so im Kopf rum. Ich habe mir vorhin gerade gedacht, ich nehme mal eine ganze Tüte, nennen wir es Drehz, weil wenn ich die anderen nenne, dann habe ich ja schon wieder Werbung gemacht. Da laufen ein paar rum, die kennen noch Drehz. Und gehe da hinten auf die Wiese und sage, ich schütte jetzt da 1 Kilo Drehz aus und verteile das auf dem Rasen. Und dann sage ich, mach mal nicht zur Studie. Ich schicke einen hin und sage, such. Und dann gefällt mir das Ergebnis nicht. Dann komme ich morgen und mache auf der Wiese davor das Gleiche und sage, so, jetzt such die Drehz auf dem Rasen. Aber heute sind es 10. Und dann verkaufe ich dir das als gleiches Ergebnis. So wird es mit dem PCR-Test gemacht. Diese Woche 100.000, nächste Woche 300.000. Und dann verkünde ich das Ergebnis, ich habe 3-mal so viel gefunden, aber ich sage dir nicht, dass 10-mal so viel gesucht wurde. Einfach mal ein bisschen das im Hinterkopf behalten, was mit diesen PCR-Tests getrieben wird. Wir sind, glaube ich, was ich jetzt als letztes gesehen habe, schon bei 500.000 Tests pro Woche oder Monat. Und sie finden trotzdem nicht mehr. Das sollte einem zu denken geben. Schönen Tag noch. Bravo. Super, vielen Dank, René. Bravo.
Genau, also wir sehen, Studien sind auch interessant. Radio Okie-Tokie, Radio Okie-Tokie, von Mensch zu Mensch.